Meine werten Damen und Herren, ich heiße euch willkommen hier zu meinem 60. Part von Inazuma Eleven Go Chronostones Flammenwall. Im letzten Part gab's die eher enttäuschende zweite Runde des Ragnaroks Turnier-Dingsbums, wo ich nicht der Einzige bin, der eher enttäuscht war, beziehungsweise nicht denkt, dass es so hervorragend war hier im Spiel. Naja. Und jetzt sind wir am Tag der dritten Runde, der entscheidenden dritten Runde. Und es kann eigentlich losgehen. Aber diesmal quassel ich nicht so viel wie im letzten Part. Aber das eine oder andere muss gesprochen werden. Zum einen, warum fand ich es enttäuschend? Einfach, habe ich ja eigentlich auch gesagt. Von der Gestaltung her war das zweite Match doch ziemlich miserabel. Kann man eigentlich schon sagen. Voll verwirrend. Man hat sehr viel eigentlich außen vor gelassen, also nicht eingebaut. Also die ganzen Zankereien, wie im Anime halt. Und ich fand auch den Auftritt, also wann Micha Mark eingewechselt wurde, war der Zeitpunkt eigentlich im Anime, war es eigentlich viel besser und logischer für mich gewählt. Also als hier, red lernen. Aber ja, war doch ein bisschen enttäuschend. Naja, aber ihr werdet es an der Partlänge sehen. Ihr denkt euch, was ist los? Ich habe euch ja auch im letzten Part gefragt. Ich habe auch auf Twitter nachgefragt. Weil ich ja diese Neigung gehabt habe im letzten Part. Soll ich in diesem Part die Hauptstory abschließen? Also dieses Kapitel. Und falls ich, also wenn sich jemand gemeldet hat, dann hat's ja geheißen, mach alles. Also wird's hier zu Ende gehen. Also noch einmal, hallo und herzlich willkommen zum Finale von diesem großartigen Projekt. Irgendwie spüre ich das noch nicht so, dass das jetzt wirklich schon das Finale ist. Keine Ahnung warum, das Projekt geht jetzt schon so lange, das Spiel ist auch so verdammt lange. Und wenn ich mir jetzt mal denke, das ist jetzt das Finale, ja, ein bisschen unter die Arme greife ich jetzt schon, dass ich die letzten Parts so gigantisch lang mache. Aber ist auch egal. Das gehört halt irgendwie auch dazu, finde ich. Naja, gehört nicht dazu, aber so ein Finale in voller Länge. Wie es Lucky ja so schön gesagt hat, genießt dieses Video wie... Ich habe einen Faden verloren. Spielfilmlänge, so, das heißt das, das war das Wort. Ein Part in Spielfilmlänge, ne, genießet euch. Und so, ich glaube, ich sollte jetzt einfach mal weitergehen, weil das Quasseln, das ist hier gerade nicht so gut. Sagt ihr was Neues? Das Spiel gestern war so, nein, mega cool war es eben nicht. Naja, vielleicht schon, im Anime. Ich habe da nur die Hälfte gesehen, als eben Micha Mark eingewechselt wurde, die Folge. Die andere Hälfte habe ich noch nicht gesehen. Heute könnt ihr aber auch gewinnen. Ich erlaube euch das. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Naja. Ich hoffe, euer Popcorn ist bereit und sowas. Oder ihr teilt euch diesen Part irgendwie auf. Mir egal. Schaut euch das wie ein Film in einem Zug an, so gesehen. Oder teilt euch auf. Das ist mir egal, wie ihr das macht. Der nächste Part wird sowieso in einem... Keine Ahnung, wann der kommen wird. Aber da lasse ich jetzt ein paar Tage Pause. Vielleicht eine Woche oder sowas. Naja, sagt ihr was? Na los, Eldorado, noch einmal gewinnen. Und alles ist vorbei. Warum lese ich mir das nochmal durch? Mensch, Mama, jetzt lass uns doch endlich reingehen, bevor alle guten Plätze weg sind. Das ist deine Mutter? Jetzt haben beide Teams einen Punkt. Na, dann wird's ja richtig spannend. Das entscheidet, wer an die Macht kommt, ne? Und sie, das ist ja richtig spannend und sowas, ne? Naja, die dritte Runde von Ragnarök. Das ist ja die letzte. Das würde ich mir ja schon gerne ansehen. Aber jedes Team, das ich anfeuere, verliert am Ende immer. Nein, nein, ich kann nicht. Heißt das, du hast letzte Runde die Engine angefeuert? Hattest du nicht Angst? Naja, das sehe ich eh gerne. Das sehe ich eh gerne, wenn es da Leute gibt, die für Engine sind. Naja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ein bisschen Hype.
ein bisschen Hype weniger, weil jetzt da draußen wieder jemand da rumrennt. Das irritiert. Naja, dann gehen wir hier mal los. Ist auch irgendwie Ironie, ne? Das ist so gesehen das Finale, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Match das finale Match sein wird, weil ihr seht's ja, ne? Wo ist ein Ergebnis? Hier. Da kommt noch ein Kärtchen. Und das müsste dann doch irgendwie die Götterdämmerung, das letzte Match werden. Also wird das wohl das nicht das letzte. Aber ich wollte halt sagen, hier im Finale ist Axel der Trainer, ne? Irgendwie ironisch, ne? Also wir sind bereit, Axel, wie immer. Letzte Runde, Leute. Endspiel. Und diesmal bin ich euer Trainer. Ein Sieg für beide Seiten. Diesmal geht's ums Ganze. Los, gehen wir rüber zum Feld. Jawohl! Axel, alles Gute. Danke, Jude. Wir schaffen das. Und Mark retten wir auch. Tja, wir haben ja jetzt Mecha-Mark. Der reicht ja auch, oder? Haben wir den jetzt eigentlich im Inventar so gesehen? Mecha-Mark, das ist ein Torhüter. Da ist kein Torhüter. Ich glaube nicht, wie es aussieht. Muss man wahrscheinlich dann separat anwerben, ne, nach der Story. Aber, naja, das Team hätte ich mir irgendwie jetzt ausgesucht. Wahrscheinlich wird es wieder so wie die anderen zwei Runden sein. Die Hälfte darf ich aussuchen, die Hälfte ist vorgeschrieben, aber das ist mal das Team. Das hätte ich jetzt einfach mal so gewählt. Dass ihr einen Überblick habt, ne. Ja. Söderle. Mit dir rede ich nicht. Auch wenn wir mit dir gewonnen haben. Du warst trotzdem doof. Sage ich jetzt nur mal so. So, Freunde, seid ihr bereit? Das Finale, obwohl, das ist jetzt noch nicht das Finale-Match. Da kommt sicher noch was. Sonst kann ich mir das nicht erklären, warum da noch so ein Slot frei ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Genau wie Gammon. Liebe Zuschauer, werte Zuhörer, Damen und Herren auf jeder Wellenlänge, die letzte Ragnarök-Runde ist endlich gekommen. Es geht um die Macht Eldorados. Es geht um das Sagen über die Welt. Wer wird die Zukunft beherrschen? Hier ist alles gefragt. Können, Kraft, Talent und das Fingerspitzengefühl eines Konfiseurs, der Zucker karamellisiert. Brauchen wir nicht eher Zehenspitzengefühl für Fußball? Naja, da ist der alte Opa. Okay. Aha, hoher Besuch, wie ich sehe. Man nennt ihn bloß den Förderer. Seltsamer Name. Aber wieso unterstützt der Engine? Was sind seine Absichten? Du weißt also, dass das der Förderer ist. Woher? Das ist schon irgendwie merkwürdig. Außerdem hat hat der Förderer dir geholfen, ne? Dir den Armreif übergeben. Wird das jetzt überhaupt nicht besprochen? Naja. Und da betreten auch die Engine-Spieler die Arena. Einen dicken Applaus, liebe Zuschauer, falls sie sich trauen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber was ist es mit Dingsbums? Mit Simeon? Der müsste ja eigentlich auch da sein, oder? Oder führt der jetzt die Gruppe nur an und macht nichts? Faye. Ja, Brian. Du spielst also gegen uns. Natürlich, schließlich bin ich der Kapitän von Gaal. Gaal. Wieso, Faye? Wie kannst du nur? Ich will nicht, Faye. Ich kann nicht. Nicht einfach so. Erwin, du hast keine Wahl. Ich bin wieder der, der ich immer war. Den Faye, den du kennst, den gibt's nicht mehr. Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Du hast eigentlich ja noch die Erinnerungen daran, wie wir da unser Abenteuer durchlebt haben. Naja. Aber ich kann mir schon vorstellen, ja, da kommt das Bild. Ich kann mir schon vorstellen, wie verbittert er sein absolutes Ich war, ne? Also ohne, dass irgendwas gelöscht wurde, irgendeine Erinnerung. Habe ich ja schon angesprochen, ne? So allein gelassen zu werden, das ist nicht toll. Naja, mein eigener Vater hat mich in den Stich gelassen. Und ich weiß auch, wieso. Er hatte Angst vor mir, vor dem, was ich kann. Faye, hör auf! Simeon, er war meine Rettung. Ihr versteht es nicht. Simeon sprach zu mir. Meine Macht sei grenzenlos. Ich könne so viel bewirken in dieser Welt. Das denke ich eigentlich ja auch, ne? Aber Eldorado, eigentlich die Regierung, möchte diese Kinder auslöschen, beziehungsweise diese Kräfte auslöschen.
Das finde ich immer so. Deswegen halte ich eher zu Engine. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Wenn man mit denen richtig umgeht, dann heißt es ein Miteinander. Man kann die Kräfte für etwas verwenden. Aber nein? Na? Deswegen. Deswegen bin ich da eigentlich schon auf der Seite. Zwar nicht dieses ganze Krieg führen und so, was die machen. Da bin ich kein Fan natürlich. Aber hier geht's eigentlich um den Hintergrund. Ne? Naja. Ich und er, wir beschlossen, uns zu rächen. An all jene, die uns verachten und wegen derer wir uns selbst verachten. Ich verstehe dich nicht, Faye. Hey, warum kannst du ihn nicht verstehen, ey? Wir haben doch zusammen gespielt und Fußball war dir genauso wichtig wie mir, oder nicht? Mach dich bereit, Aeon. Ich kapier's einfach nicht. Mann, denk nicht immer an das eine. Den Grundgedanken von Engine, den kapiere ich ja und den unterstütze ich im Prinzip ja auch. Nur halt dieses aggressive Krieg führen halt nicht. Aber den Rest, das kann ich absolut verstehen. Aber das habe ich ja auch schon angesprochen. Man soll auch nicht blind vor Wut sein, ne? Weil es gibt sicher auch da in der Gesellschaft welche, die euch nicht verachtet haben. Aber die... Was soll man da als... Was sollen zwei Leute unter Hunderten machen? Ja, eigentlich schon irgendwas, aber... Nee, ich kann da auch irgendwie dann verstehen, wenn es wirklich so eine Ungleichmäßigkeit ist, dass man sich da dann eher nicht traut, dann nach vorne zu schreiten und sagen, nein, das ist nicht okay, wie die Kinder da jetzt behandelt werden. Naja, aber das habe ich schon öfters gesagt, ne, Gammon? Werte Zuschauer, nicht mehr lange und der finale Gang wird aufgetischt. Die dritte und letzte Ragnarök-Runde. Schrei mir nicht so ins Ohr. Na? Ihr seid die reinsten Schlaftabletten für mich. Ich glaube, heute werde ich einfach mit geschlossenen Augen spielen. Ja, und überheblich sind sie auch noch. Na, das unterstütze ich ja eher nicht. Wie es dann auf einmal ticken, ne? So herabsehend und so, ne? Aber das ist alles eine Folge durch diese Behandlung von der Gesellschaft, also dieses Verachten. Das kann ich dann schon verstehen irgendwie. Na, lasst mal schön die Finger von unserem Kapitän, ja? Mit euch will er nichts zu tun haben. Das werden wir noch sehen. Wir spielen auf einem ganz anderen Level als ihr. Das werdet ihr gleich am eigenen Leib spüren. Das werden wir noch sehen, ne? Durchsuche Datenbank. Faywon laut Datenbank nicht als Kapitän von Gal registriert. Aktualisiere Datenbank. Okay. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wer jetzt hier bei uns sein wird. Oder wen wir ins Team nehmen müssen. So heißt es eigentlich besser. Ja, aber du schaffst das, oder? Natürlich. Und? Oh, hey. Du bist auch noch ein Mysterium. Ich kann mir aber jetzt auch vorstellen, das kam mir erst im... nicht im letzten Part, sondern nach dem letzten Part in den Sinn. Das könnte ja auch gut eine Erfindung von Dr. Kryptik sein. Der Wunderbär. Ich denke ja immer wieder, er stammt aus den Händen von einem gewissen anderen Mann. Naja. Also, wir sind bereit. Nun denn, ich hoffe, ihr seid bereit. Natürlich. Gut, ich will, dass ihr euch jetzt nur auf das Spiel konzentriert. Hier ist die Aufstellung. Eldorado, noch 8 Spieler. Okay, genau das gleiche wie vorher. Okay. Joa, halb so schlimm. Soa habe ich ja sowieso. Soul habe ich ja auch. Haben wir Gabi nicht schon mal gehabt? Naja, ist mir egal. So, dann schauen wir mal. Was brauchen wir denn alles? Eigentlich Torhüter, wenn JP da ist, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Deswegen Verteidigung... Ja, einen auf jeden Fall noch. Eitor? Den habe ich ja letztens nicht gefunden, ne? So, dann tun wir mal Eitor und als Ersatz... Gato oder Yogi? Gato Yogi? Einfach Yogi. Yogi. So, wir haben unsere Verteidiger und Mittelfeld. Da brauchen wir auch noch ein paar. Natürlich, Ocho muss nicht. Muss auch rein. Obwohl, Ocho... Nee, Ocho nicht. Ja.
an, aber irgendwie habe ich mir auch jetzt so zusammengestellt. Das ist das große Finale, das letzte Match. Aber naja, wenn egal. Ich werde mir dann Gedanken machen, wen ich denn alles dann ins Team nehme. Ins Finale-Team. Vielleicht kommt ja wieder Ocho hier. Ich mag Ocho, das müsst ihr erdulden, ne? Weil ich mag Ocho und der kommt halt ins Team. So, wie schaut's denn jetzt aus? Stürmer haben wir eigentlich schon. See. Und Arr. Arr. Ich glaube, hier sollten auch die Eldorado-Spieler sein. Ja. Mir hat zwar Lucky irgendwie... Na, irgendwie. Hat mir halt gesagt, ich soll auch diese ins Team nehmen. Die Perfect Cascade-Typ ist. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ich habe genügend andere Spieler, deswegen. Und ein bisschen Abwechslung kann ja auch nicht schaden in meinem Team. So, was kann ich denn noch reintun? Mittelfeld ist eigentlich auch gut. Vielleicht noch ein Abwehrspieler. Ja, noch ein Abwehrspieler. Dann Gato, weil ich es kann. So, sorry Max. Gary, Geary, wie auch immer. So, das ist unser Team. Und jetzt ein bisschen herumstellen. Ja, 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 das checke ich schon. Solzor. Mann, warum mussten die so einen gleichen Namen auswählen für die beiden? Söderle. Nee, du gehörst da nicht hin. Du auch nicht. Du bist... Oh, doch, du bist Stürmer, aber... mal schauen, mal schauen. So, du kannst außen sein. Schaut euch mal die Technikpunkte an von Ocho. Ja, 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 der ist ein wenig auf Drogen. So. Wer ist denn noch in der Verteidigung? So. Soll ich dich im Sturm lassen? Obwohl zwei Feuertyp ist als Sturm. Ich weiß ja nicht so recht. Los, Lucien, du kannst auch. Oder Frost. Frost, du darfst jetzt auch mal hin. Und Verteidigung, ja, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. So, Blaze. Wenn Taktiken, dann richtig. Niemand auf dieser Welt liebt den Fußball mehr als Axel Blaze, der famose Stürmer. Jetzt ist er aber Trainer. Und das ist Erwin hier drinnen. Habe ich Erwin in den ersten zwei Runden verwendet? Durfte ich den? Das weiß ich jetzt gar nicht. Naja, ist auch egal. Hallo, ist was? Erwin Sherwind, Mannschaftskapitän, Registrierung abgeschlossen, erwarte Befehle. Befehle? Oh, Jemine, also heißt das, dass wir die letzte Mannschaft sind? Korrekt, Wartungszustand sämtlicher Einheiten, exzellent, Taktung optimal, beende Rapport, erwarte Befehle, bla bliblub. Mach dir keinen Kopf, Erwin. Sei einfach du selbst. Ja, ja, ja. Das darfst du nicht vergessen. Okay, Leute. Jetzt zeigen wir allen, was wir drauf haben. Los geht's. Yes. Warum schaut das jetzt so aus, als würden wir jetzt gegen Lei Luke spielen? Ne? Mir gefällt der japanische Originalname mehr. Nicht AX, sondern Lei Luke oder irgendwie so. Und nein, ich kommentiere jetzt nicht unseren Team-Level. Nee, 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 nee. Obwohl, ich habe es jetzt eigentlich kommentiert, aber egal. So, das ist unser Team, haben wir ja schon gesehen. Aber hier ist das gegnerische Team. Warum hat Faye eigentlich ein anderes Trikot? Also andere Farben? Naja, ist auch egal. Aber hier kommt jetzt die Anzeige, ihr kennt warum. Wenn nicht, und ihr schaltet einfach hier ein, keine Ahnung, hallo, Anzeige zum Überspringen, aber die ist jetzt eh schon weg, also müsst ihr nach vorne spulen oder ein bisschen nach hinten spulen, dass ihr den dann wieder Anzeige seht, aber das ist jetzt egal. So, schauen wir uns mal diese Spastiaten an. Die haben wirklich alle immer irgendein H im Namen, muss das sein? Okay, okay. So, der Torhüter, Sito. Seto Kaiba. Warum muss ich an ihn jetzt denken? Naja, er wirkt harmlos, aber man sollte ihn keinenfalls provozieren. Ach ja, das habe ich auch voll vergessen, aber das spreche ich dann an, wenn wieder alle da sind. Nicht nur die mit mir das jetzt durchgehen. Gumil. Die Augen hinter dieser Brille scheinen harmlos, sind es aber nicht. Heißt das jetzt bei jedem so, schaut harmlos aus, sind es aber nicht. An diesem robusten Verteidiger prallen Schüsse geradezu ab. Warum hat der da keinen Block? Abwehr-Spezialtechnik-Dings. Und warum hat der so niedrigen Abwehrwert? Abwehrwert. Fum. 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 Und Kasach. Der Kopf der Mannschaft, über den fast jede Aktion läuft. Ist das nicht irgendwie random?
irgendwie da abgelegen, links hinten in der Verteidigung. Für so ein Spiel mache. Naja, mir egal. Ist mir egal. Dann Jurke. Wird von seiner Mannschaft immer der blaue Meteor genannt. Warum nicht der rote? Weil er keine roten Haare hat, du Spasti. Okay. Rucker. Mit ihrem unschuldigen Optimismus steckt sie jeden Grießkram an. Okay, Faye kennen wir eigentlich, oder? Um mit Erwin den Fußball zu retten. Kann hier jetzt eigentlich nicht was anderes stehen? Was hast du für ein Level 42? Okay, das wurde wieder heruntergeschraubt, was ein bisschen doof ist. So, Pino, dir war ja so langweilig. Klein, aber voller Energie. Er wächst noch. Deshalb isst er unheimlich viel. Schön für ihn. Und tack. Die Bewegung dieses Spielers sind so zielgerichtet wie Pinselstriche. Schön. Irgendwie habe ich wieder vergessen, was ich ansprechen wollte. Ach ja! Nicht vergessen. Jo! Die Stärken dieses Spielers sind sein kühler Kopf und sein eisiges Lächeln. Ist ja gut, dass wir Frost auch vorne haben, ne? Dicky. Dieser Ausnahmestürmer wird nervös, wenn er mal nicht im Mittelpunkt steht. Mein Gott, was soll denn das? Das sollte eigentlich jetzt der Fall sein, weil eigentlich ist jetzt Faye im Mittelpunkt dieser Mannschaft. Naja. Badass. Badass, oder was? Babas. Der geborene Stratege vergisst nie einen Platz, auf dem er gespielt hat. Warum ist der dann nicht in der Mannschaft? Es klingt vielversprechender als der eine oder andere, der in der Startaufstellung ist. Shinai hat berechnet, dass diese Frisur ihr Sprinttempo um 14% erhöht. Wenn sie gefällt. Und Tessel, der talentierte Student, wollte ich sagen. Spieler studiert jeden Gegner vor dem Match auf Video. Okay. Dann macht das. Jika. Extrem launisch. Ihre Stimmung ändert sich oft im Sekundentakt. Warum denn? Was ist los mit dir? Begeisterte Porträtmalerin. Nur ihre Motive sind oft nicht so begeistert. Marsa. Warum? Was tust du denn? Naja, aber das ist unser gegnerisches Team. Kein Trainer. Und jetzt sind auch wieder alle da, ne? Die auch übersprungen haben. Ich spreche jetzt an, was ich ansprechen wollte, bevor ich es wieder vergesse. Ich ziehe das gerade, weil ich es wieder vergessen habe. Was wollte ich sagen? Ach ja, in diesem Part werde ich an ein paar Stellen einen Cut machen. Ich werde jetzt nicht immer sagen, jetzt kommt gleich ein Cut und so. Ich werde einfach einen Cut machen. Zum einen brauche ich eine Pause. Wenn das eh so ein langer Part wird, brauche ich halt immer wieder Pause. Ich würde sagen, so immer 20, 30 Minuten, dann mache ich einen Cut. Und ich werde zwischenabspeichern die Aufnahme, was ich gerade ja aufnehme. Weil was ich nicht sehen möchte, ist, dass irgendwie die Technik heute nicht mitspielt und dann die ganze Aufnahme verkackt ist. Deswegen werde ich es immer so stückchenweise abspeichern. Und ich würde sagen, ja, 20 Minuten sind jetzt vorüber. Ich werde jetzt verkündige ich es eigentlich schon, aber ich werde jetzt kurz einen Cut machen und dann geht's gleich weiter. Nur mal so zur Info. So Leute, ich bin wieder da. Hahaha. Was soll das? Keine Ahnung. Aber seid ihr bereit für das Match? Ich bin's auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, kaum verkündet man das mit den technischen Problemen, dann passiert schon wieder was. Aber das spreche ich dann gleich an. Oder was quassel ich denn hier zu lang? Nur mal so zur Info, die nächsten 14 Minuten sind jetzt nachkommentiert. Aber das werde ich gleich näher ansprechen. Wollte ich euch nur mal gesagt haben. Das Ragnarök-Stadion. Die Stimmung kocht. Mann gegen Mann. Freund gegen Freund. Hier gibt's Tränen, Drama und Tovuababobo. Die Wogen der Gefühle krachen aufeinander. Werte Zuschauer, in der dritten Ragnarök-Runde. Gal gegen Eldorado 03. Anpfiff! Ja. Jetzt stelle ich ein bisschen um, wie sich's ja gehört. Und schaffen wir dieses Match. Wir müssen es schaffen. Sonst ist's zu Ende. Ne? Es geht los.
Nein, Faye. Armer Frost. Was hast du gegen Frost? Das ist ja unheimlich. Wie kann der so schnell sein? Ja, kann schon mal passieren und so, ne? Obwohl, wenn er seine wahren Kräfte jetzt wieder... sich wieder daran erinnert, dann kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass er auf einmal wieder so gut ist. Obwohl, eigentlich hat er ja die Kraft dauernd gehabt. Oder wie gesagt, er musste sich erst erinnern dran. Aber... nur keine Scheu oder irgendwie so. Ich spreche es ja gleich an. Hoffentlich. Und jetzt beginnt schon wieder mein PC laut herum zu töten. Zu töten, ja. Mein PC steht jetzt auf und tötet herum. Während Faye hier durchläuft mit seinem Max. Los! Aber das freut mich immer wieder, dass die NPCs so dumm sind und eine Technik einsetzen, obwohl sie eben Max haben. Musste ich auch mal angesprochen haben. So! Na, Schieb, was soll denn das? Ich hätte gedacht, du bist ein guter Torhüter. Nee, kann ich da nichts dafür. Tor! Nicht mal drei Momentchen sind vergangen und schon sichert Gal sich den Führungstreffer. Faye spielt ja noch viel stärker als zuvor. Was ist denn nur passiert? Ape hat ihnen seine Erinnerungen zurückgegeben. Wer weiß, vielleicht sind damit auch seine verborgenen Kräfte entfesselt worden. Seine Greffels. Seine Greffels wurden entfesselt. Ach ja. Nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt den Ball. Unterwegs. Nein, nicht unterwegs. Und ich hätte gedacht, er möchte mit verbundenen Augen oder halt mit geschlossenen Augen spielen. Faye hier irgendwie so. Nein. Was? So stark. Faye, nicht vorbei. Weg da so. Ja. Aber wenigstens nennt er uns beim Namen. Also wir sind ihm nicht so fremd. Und schon wieder das Duell mit Erwin. Ah, Mann ey. Naja, aber ich glaube, ich spreche es jetzt kurz an. Kaum spreche ich es ja an, ne? Vorm Cut mit technischen Problemen. Dann passiert wieder was. Es ist wieder diese Kacke passiert mit Dingsbums, wie heißt's denn? Mit dem Schreibgeschützten und jetzt wurde bei Outer City, also mit dem Programm, mit dem ich meine Stimme aufnehme, wurden eben die 14, 15 Minuten wieder stumm geschalten. Warum auch immer, ich musste mal wirklich nachgucken, was das ist, weil das ist extrem nervig. Und deswegen kommentiere ich jetzt einfach mal nach. Maximorph Big! Mann ey, warum setzt du wieder... warum setzt du das eigentlich ein? Erinnerst du dich nicht, was du mit Big durchgemacht hast? Er wäre sicher jetzt nicht stolz, dass du... Naja, aber du hast andere Probleme, das verstehe ich schon. Und da ist das zweite Tor. Ja, wenigstens hätte Mixi Max einsetzen können, JP. Und Faye Woon darf sich erneut ein Tor aufs eigene Konto schreiben. Eldorado, sehen kein Land. Caramba, das tut weh. Ja, das tut weh. Faye, wieso spielst du so grob? Überleg doch, du könntest jemanden ernsthaft verletzen. Was ist los mit dir? Bist du töricht, Erwin? Mach die Augen auf. Wir sind anders als deinesgleichen. Wir übersteigen euer Vorstellungsvermögen. Die Welt wird uns gehören. Nein, Faye, hör auf, bitte. Schaut nur, wie er bettelt, Sherwind. Ergib dich dem Unvermeidbaren. Unsere Kraft ist ewig. Und heute werden wir sie allen vorführen. Yes, das werden wir noch sehen. Was ich auch noch ansprechen muss, ist, ich kommentiere das nach, aber nicht nachdem ich irgendwie den nächsten Cut gesetzt habe oder am Ende, wirklich am Ende, sondern am nächsten Tag. Deswegen, sorry, falls ich ein bisschen draußen bin. Aber nach dem Finale, da kann ich euch ein bisschen was sagen. Ihr könnt euch freuen, das Finale wird sowas von geil. Nach dem Finale habe ich einfach überhaupt keine Kraft mehr gehabt. Deswegen schlafen gehen und jetzt habe ich wieder die Kraft. Aber es ist halb so schlimm. Es ist zwar etwas von der Story her passiert, also jetzt in diesen 14 Minuten, was auch ziemlich schade ist, dass man hier jetzt auch nicht mal eine Live-Reaktion hat. Aber ich muss auch sagen, das ist das Einzige, was fehlt, was an technischen Problemen es gab. Nur diese 14 Minuten musste ich jetzt nachkommentieren. Alles andere lief perfekt ab.
Da bin ich dann doch irgendwie froh, dass es wenigstens nur diese 14 Minuten sind. Und auch nicht... Ich bin auch froh, dass diese 14 Minuten nicht dann später passiert sind. Dann im... Ja, ich sag noch nicht. Halt später, dass ich da wirklich alle meine Reaktionen live habe. Da bin ich dann doch schon irgendwie froh. Und hier habe ich mir gedacht, was soll ich denn einsetzen? Aber... Oh, der Dschungel muss es richten. Warum ist JP eigentlich hier? Du musst eigentlich im Tor sein. Naja, aber was war mein Ziel? Ich glaube, ein Tor schießen jetzt. Aber, tja. Das war's wohl. Nö. Und, ja, ich werde eine kurze Anmerkung hinterlassen, wann es wieder live geht mit meiner Reaktion. Aber egal, was. Gal hat das Spiel im Griff. Kann man überhaupt nicht zum Zug. Zum Schuge. Naja, aber wenn es abrupt irgendwie gecuttet wird von meiner Stimme her, dann wisst ihr, was los ist. Oder ich hinterlasse halt einfach eine Anmerkung. Ich weiß eben noch nicht, wie abrupt dieser Übergang sein wird. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann Faye nur sowas tun? Nicht jetzt, Erwin. Denk an das Spiel. Ihr müsst alles einsetzen, was ihr habt. Jawohl, Trainer. Was haben wir überhaupt noch? Was haben wir überhaupt noch? Was wollen wir in der zweiten Halbzeit tun? Ach ja, da habe ich mich beschwert, dass das so schnell vorüberging. Mich deucht, da ruft wer nach meiner Hilfe. Ja, unser Hengst hier. Sanak, du bist wieder da. War mir klar, dass du das sagst. Und ja, freut euch, ihr Flöhe. Sanak Avalonik, namensloser Vagabund, ist wieder bei euch. Mit einer geilen Musik. Und ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich habe eine Reise hinter mir, wie sie andere in einer Lebenszeit nicht erleben. Also wie jetzt? Ja. Du warst doch gerade mal einen Tag lang unterwegs. Und da wirst du ein neuer Mensch geworden sein? Ein Tag für euch, für mich waren es Monate, weil ich war im Raum von Zeit und Geist. Während ihr in eurem Bettchen schlummert, reiste ich durch die Zeit. Ja. Durch die Zeit? Oh ja, jetzt auf einmal seid ihr doch interessiert, wie? Na gut, dann spitzt die Lauscher und haltet eure Socken fest. Das hat nichts geholfen für das Finale dann später. Mich hat's aus den Socken gehauen, so gesehen. Andere, die ihre Grenzen überwinden wollen, reisen in andere Länder, klettern auf Berge, traben durch die Wüste, aber nicht Sanak. Nein, ich stellte mich der Weltgeschichte, wilde Kreaturen, glühende Magmawogen, die ruhmreichsten Schlachtfelder aller Zeiten. Ja, dieses epische Bild. Und am Ende der Höhepunkt, die größte Katastrophe, die die Welt je sah, der Hurricane Zeta. Ja, Donnerknall, Flammenwall sieht man hier ja. Und ich habe ihn bezwungen. Ich habe ihn bezähmt. Die Elemente sind... Selbst machte ich mir untertan und nahm sie in mich auf. Und jetzt versteht ihr hoffentlich. Ich bin nicht mehr bloß der Nackt, der Jedermann. Ich bin die größte, fulminanteste Macht der Welt. Ja. Das ist sprachlos. Das war's im Groben. Jetzt geht er mal. Tschö. Irgendwie so. Und ihr werdet sehen, ich habe Tricks auf Lager, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Sehr schön, Avalonik. Hast dich ja ganz schön gemausert. So gefällt mir das. Das ging doch jetzt irgendwie schnell. Sanak hat sich dir erneut angeschlossen. Dieser Hengst. Dieser Zottel, ne? Na gut, von mir aus. Du da. Tschä. Raus mit dir. Ja, raus. Befehl erhalten. Ja. Ich glaube, den habe ich gar nicht im Team gehabt. Das werden wir, glaube ich, jetzt eh sehen, oder? Nee. Also in der Startaufstellung habe ich den nicht gehabt, aber... Aber draußen war er. Nur das einzige Problem ist irgendwie Sanak, dass er nicht auf unser Level-Niveau ist, ne? Genauso wie AX. Was habe ich mir da für Gedanken gemacht? Ach ja, da hatte ich jetzt die Qual der Wahl. Wen soll ich denn jetzt auswechseln? Was tue ich denn jetzt? Ach ja, eine andere Aufstellung. Weil ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und da diese offensive Alpha-Aufstellung, die mir an Go 1 voll gefallen hat. Und ich habe einfach mal ein
Auswechsel, ausgewechselt. Nee, ein Verteidiger ausgewechselt, so heißt es. Ich schwitze wieder so. So, das ist unser Team, wie es aussieht. Ich habe Arian da auf den Flügel getan. Okay. Und nun geht's weiter. Endspiel, zweite Hälfte. Aber Lonik ist wie aus dem Nichts erschienen und spielt für Eldorado. Kann er etwas bewirken? Kann er das? Wer weiß. Yogi wird ausgewechselt und Sanak spielt. Armer Yogi. So, was passiert denn jetzt? Es ist so viel passiert in diesem Part hier. Da kann ich nicht mehr denken oder mich nicht mehr so recht erinnern, was jetzt noch passiert. Achso, eine Cutscene. Ach ja, Sanak muss ja zeigen, was er drauf hat. Nicht zu weh getan. Das war nämlich bloß einer meiner alten Tricks. Aber jetzt zeige ich euch, was ich dazugelernt habe. Macht euch bereit, ihr Zwerge. Jetzt wird euch Hören und Sehen vergehen. Maximov! Sanak Ultra! Na, überrascht? So sieht einer aus, der eine Naturgewalt zum Kampf herausgefordert hat und selbst zu einer geworden ist. Dö, kann nun mit Zeta Maximorphen. Das war doch dieser Sturm, diese Katastrophe. Er ist ja völlig durchgeknallt. Komplett abgehoben, übergeschnappt sozusagen. Ihr Pimpfe, jetzt gibt's was zu sehen. Sanak Avalonik zeigt euch seine neue Göttertechnik. Wenigstens hat das einen Spaß dran. Muss man ihm auch lassen. Opa, hast du das gesehen? Was sagst du jetzt? Oh ja. Oh ja. Allerdings, das ist die elfte Kraft der Äonen. Der allgegenwärtige Sturm, der mit Flammenwall und Donnerknall jede Verteidigung durchbricht. War mir klar, dass du das sagst. War mir klar, ne? Die immer mit ihren Sprüchen, er wohl mit, wer doch gelacht. Sanak mit, war mir ja klar. Ja. Los, jetzt gibt's was auf die Rübe. Gal. So hießen sie doch, oder? Gal. So, on. Nimm den Ball ab, oder nicht? Bloß nicht übermütig werden, ihr Witzfiguren. Witzfiguren. Gurn. Klonmatrix. Ja, diese Technik wollte ich sagen. Warum lässt du dich so einfach aus? Naja, nein, wenn sie jetzt ein Tor schießen, haben wir keine Chance mehr. Eigentlich schon. So steht es auch wieder nicht. So schlecht. Gabi, was wollen wir tun? Ich halte sie auf, Arian, egal wie. Ich glaube an dich. Wir sind die Elf der Äonen. Gemeinsam schaffen wir das. Arian, ganz genau. Arian hat recht. Wir sind die Elf der Äonen. Mit vereinten Kräften kann uns niemand aufhalten. Mann. War strahlender Schild, mein Brunneler Rüstung! Das passiert jetzt zum ersten Mal, oder? Rüstung? Ja. Oh yes. Komm schon, nimm den Ball ab, einfach so. Eine Kampfgeistrüstung. Du bist der größte Gabi. Aber wie schon gesagt, auch wenn ich überhaupt gerade nicht spiele, kaum zu spielen bekomme, ist es trotzdem schon geiler als der letzte. Weil da passiert was, ne? Gabi, schlauer Gabi, so aber auch schlau, so auch stark, so kann auch Rüstung. Wow. Okay, jetzt kommt alles auf einmal, oder was? Einfach so. Magnifique, alle wecken verborgene Kräfte. Ja, Leute, so können wir es schaffen. Man kann aber auch sagen und vermuten, dass jetzt alle auf einmal irgendwas schaffen, weil die Elfte Äonen ja jetzt zusammen sind, ne? Und deswegen alle motiviert sind oder so. Obwohl, wir sind ja noch nicht vereint, weil Faye ist ja noch bei denen.
Diese Kraft, die von der Mannschaft ausgeht. Ob Sanak ihnen Hoffnung gegeben hat? Nein, nicht Sanak, es ist Erweon. Seine Worte und seine Taten sind es, die die anderen beflügeln. Ja, ja, ja. Ach, Erweon. Komm schon, lass dich drücken. Lass dich drücken, du bist doch unser Buddy. Oder wie ist das, ne? So, einfach mal Sternenkreuzer, weil ich's kann. Du schaffst das, Gabi. Sternenkreuzer, und jetzt schießen wir das 2:1. Na, 2:2, nicht 2:1, oder? Ich möchte jetzt nicht draufschauen. Wow, Gabi, deine Kampfgeistrüstung ist der Knaller. Hua, 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 so auch Knaller. So zeigt Erwin, wie so ein Knaller an kann. Was heißt das? Ich möchte ein Tor schießen. Wo sind denn bitte meine Mitspieler? Boah, so, Sanak. Jetzt musst du es richten, wie es aussieht, oder? Fehlschlag? Nee, schade. Aber jetzt hat er keine Punkte mehr. Okay, okay. Auf geht's, Leute. Das schaffen wir doch. Yes, und du schaffst das. Monsterkneifer, kneif diesen kleinen Wicht. Kneif ihn mit Sanak. Der ist schon wieder auf Beinen und greift wieder an. Ja, ja, ja. Söderle. Los, Frost. Du warst hoffentlich nicht im Abseits. Och, Mann, ey. Jetzt kann ich das nicht. Nein, nein, nein. So. Obwohl, so Miximax. Geist, Kampfgeist, Rüstung, Dings, Sanak. Der müsste eigentlich voll reinhauen. Und ich habe schon gehört, der Kampfgeist ist nicht ein Standard-Kampfgeist von diesem Typi. Torfrau. Hallo, Sanak. Kommst du mal? Sanak ist gefragt. Nee, ich hab da noch vorne geschoben und nicht gepasst, ey. Ja. Der vorher so angegeben hat, oh, ich mach das auch mit verbundenen und geschlossenen Augen. Der wurde jetzt ausgewechselt. Na gut, na gut. So. Komm schon zu ihm. Juhu! Das hat mich selber jetzt gerade überrascht. Aber was soll ich da jetzt schon ausrichten? Einfach Solaris. Ich baller einfach mal drauf. Warum nicht? Solaris Attacki! Du schaffst das. Soul! Soul, du schaffst das! Wer hat doch gelacht, oder? Nein, er hat dir die Hände geklatscht. Also wird das nix. Nix helfen. Nee. Aber wir gewinnen das. Ja. Sanak, komm schon. Ich will, dass ein Tor schießt. Ja, ja, ja. Ja, natürlich, genau. Normalerweise fängt dann irgendwer was ab, ne? Fängt der Gegner so einen Ball bei mir ab. Aber hier, wenn es mich betrifft, ne. Warum auch? So, Sanak, jetzt stürm endlich nach vorne. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Ich habe jetzt immer so Angst, jetzt vielleicht geht es jetzt wieder so schnell vorbei. Ah, komm schon. Sanak. Auch, das, ich gebe mich hier auch nicht so zufrieden mit dem Match, also von meiner Leistung in diesem Match. Muss ich auch lassen. Ne? So. Weil ich habe das Potenzial, mehr zu auszurichten, ne? So, noch einmal. 200. Mal schauen mit Rüstung und Miximax. Das muss jetzt mal reinziehen. Obwohl, es ist ja so storybedingt, Sanak. Also ist er nicht, hat er nicht so einen hohen Level wie unsere anderen Spieler. Aber, ja. Wäre auf unserem Level-Niveau, wäre das so locker über 1000 gegangen, ne? Na, wird das ausreichen? Nö. Erschöpft bist du jetzt. Das hast du davon. Da 2:2, oh mein Göttchen. Düt. Gut gemacht. Ach ja. Was sagst du jetzt? Hey, beginne mit Phase 2. Wie? Du musst dich beweisen. Du musst zeigen, dass du wirklich auf unserer Seite bist. Okay. Mein Kopf! Es tut so weh! Oh nein! Hilfe! Helft ihm! Faye setzt seine Gedankenwellen ein! Was? Ja, sie können Leuten Schmerzen zufügen, ohne sie auch nur anzufassen. Es muss unerträglich sein. Damit könnten sie unsere ganze Mannschaft außer Gefecht setzen, wenn sie nur wollten. Bitte hör auf! Bitte! Willst du das wirklich, Faye? Willst du nicht Fußball spielen? Arion, nein, das... Weiter, Faye, weiter! Sie sind nicht wie wir. Sie werden uns nie verstehen.
Sie sind unsere Feinde. Das weißt du selbst. Du bist mein Feind. Ah! Hör nicht auf ihn, Faye. Was? Der Förderer. Er spricht? Sie! Was sollte das? Ihr gehabt euch wie Feiglinge. Ich werde dieser Ungerechtigkeit nicht weiter tatenlos zuschauen. Faye! Hör sofort auf! Halt den Rand! Sei still! Faye, mach weiter! Du weißt, was zu tun ist. Nein! Du musst ihm nicht gehorchen! Du hast deinen eigenen Willen! Aber ich... Okay. Ja, das ist wirklich feig. Aber mal schauen. Abpfiff, damit ist der Kuchen glasiert. Und liebe Zuschauer, bei diesem Match ist kein Toupet mehr auf dem Haupt geblieben. Gleichstand, unentschieden. Ist das denn the possibility? Liebe Zuschauer, es ist nicht zu fassen. Hey, was ist aus dir geworden? Majwulubu, puh, was machen wir denn jetzt nur? Hier kriegt man auch gar kein... auf gar nichts zu sehen für sein Geld. Hier auch tun. Deutsch. Boah, ey, was willst denn? Hey, Chefmann, du fragiler Opa. Hörst du mich? Ape, bist du das? Ich sag dir was, ich will kein Unentschieden. Und du willst es auch nicht. Willst du ein Entscheidungsspiel? Es bleibt uns nichts anderes übrig. Spitze. Kannst du eigentlich nicht normal reden? Okay, alle hören. Das Ragnarök-Turnier wird um eine letzte Spielrunde verlängert. Das große Finale. Diesmal dürft ihr aufstellen, wen ihr wollt. Wir werden unsere stärksten Leute auf den Platz schieben. Also sollt ihr besser dasselbe tun. Nicht, dass es euch irgendwas nützen würde. Spielen werdet ihr nämlich gegen mein eigenes Team. Ragnarök. Also führe sie doch ins Feld, seine wahre Elite. Das Spiel wird genau in diesem Stadion stattfinden, und zwar morgen. Grrr. Freut euch, morgen fällt die Entscheidung. Ich kann schon gar nicht mehr abwarten. Ach, und du hast mich heute etwas gelehrt. Trau keinem Erwachsenen, niemals. Ich muss dir wohl danken. Also müssen wir gegen Simeon höchstpersönlich spielen. Genau, aber nur keine Panik, Leute. Das gewinnen wir. So wie die anderen Spiele auch. Moment, was will der denn? Los, Leute, schauen wir mal nach. Was macht der Förderer? Was hast du dazu zu sagen? Na los, du solltest dich beeilen! Faye hat gerade das Stadion verlassen, also schnell hinterher! Ich verstehe jetzt nicht, warum jetzt Faye nicht wegteleportiert wurde, so gesehen, wie die anderen. Naja, irgendwie müssen wir ja jetzt herausfinden, wie das jetzt passiert. Mal schauen. Faye, ich wollte dich beschützen. Deshalb half ich Engine. Wer sind Sie? Ich heiße Ashley Rune. Ich bin dein Vater. Endlich taucht er auf. Aber ja, ist schon ein bisschen waghalsig von ihm, einfach so persönlich jetzt mit Faye zu reden. Ja.
Aber ich würde ihn gerne nochmal in die Eier treten. Aber so richtig. Ja, er ist jetzt an dieser Misere irgendwie auch schuld. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er sich da gedacht hat. Wie er das rechtfertigt, dass er Faye einfach so allein gelassen hat. Vater, aber wieso? Warum tauchst du nach all den Jahren einfach aus dem Nichts von mir auf? Es ist so viel Zeit vergangen. Weißt du, wie ich gelitten habe? Was willst du nun plötzlich? Hör mich an, Faye. Du hast mich verlassen. Aus Angst vor meinen Kräften hast du mich in den Stich gelassen. Nein, Faye. Das ist nicht wahr. Es war keine Angst. Ja, was dann? Aus welchem Grund würde ein Vater denn je sein Kind im Stich lassen? Stand alles auf dem Spiel, Faye. Wenn ich es nicht getan hätte, wäre es um unsere ganze Familie geschehen gewesen. Gesehen, geschehen. Es wäre nicht auszudenken, was Eldorado dir angetan hätte, hätte man dort von deiner Existenz erfahren. Was ich tat, diente zu unser beider Schutzdings. Das ist doch Wahnsinn. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Faye, eines musst du wissen. Du warst nie alleine. Jeden Augenblick dachte ich an dich. Ich nahm diese Rolle an, um über dich zu wachen. Aber merkst du denn nicht? Es ist alles zu spät. Nein, Faye. Nun hast du eine Wahl. Du kannst Enchant verlassen. Lass dich nicht von Simeons Wahn anstecken. Du darfst nicht werden wie er. Sei still. Weißt du... Was weißt du schon? Dein Gerede ist mir egal, Vater. Faye, sei doch vernünftig. Geh weg, Goldie. Misch dich nicht ein. Die Sache geht dich gar nichts an. Oh doch, das tut sie. Faye, ich sag dir jetzt etwas, dass du... Du musst mir glauben, hörst du? Was? Was soll das bitte heißen? Ernsthaft? Soll das eine Verarsche sein? Oh Mann. Ich weiß, das ist gerade traurig, aber... Du bist mein Sohn! Nein, oder? Was soll das heißen? Kann ich endlich aufhören zu lachen? Soll ich bitte jetzt vorlesen? Oh! Los! Es muss weitergehen! Wie bitte? Schon, da ist sicher eine traurige Story dahinter. Aber ich kann trotzdem nicht aufhören zu lachen. Es ist die Wahrheit. Ich reiste in jene Zeit, als deine Mutter noch zur Schule ging, und habe sie mit mir hierher gebracht. Ich konnte niemandem vertrauen. Schließlich habe ich im Herzen des Feindes gearbeitet. Deine Mutter sollte über dich wachen. Verstehst du jetzt, Faye? Du warst...
Du warst wirklich nie alleine. Wir beide, ich und dein Vater. Wir haben dich nie aus den Augen gelassen. Bitte spiel. Aber das muss ich auch loswerden. Ihr könntet so viel sagen, wie ihr wollt. Aber das hilft ihm trotzdem nichts. Schön, gut, dass ihr da wart für ihn. Aber das weiß er nicht. Er war jetzt, wie alt ist er jetzt? Keine Ahnung, 13 Jahre war der jetzt die ganze Zeit alleine. Da hilft ihm jetzt nichts, dass ich auf einmal daherkomme und sagt, ja, wir waren dauernd da und haben da an dich gedacht. Aber jetzt bin ich endlich mal wieder ein bisschen herunten, weil mich nimmt das jetzt wieder etwas mit. Wenigstens irgendeine Nachricht hinterlassen. Schön und gut, dass ihr es irgendwie ernst meint, aber eine Nachricht, irgendwas halt, dass er weiß, warum er verlassen wurde. Das wäre doch nicht so schlimm gewesen, oder? Oh nee, Goldie. Jetzt hör auf! Ich weiß, wie schwer das alles für dich sein muss, aber du musst mir glauben, Goldie. Es geht um unser eigenes Kind. Das ist alles viel zu viel für mich. Ein Kind? Ich? Das kann ich mir gar nicht denken. Oder dass ich mal heirate. Ach, das liegt alles noch in weiter Ferne. Aber ich schwör dir, es wird genauso geschehen. Mann ey, die Vorstellung gerade. Ich kann nicht aufhören. Und die Erklärung, warum irgendwie Zeitreise und sie aus Schulzeit holen, das ist, liegt klar auf der Hand. Sie muss irgendwie gestorben sein, oder? Das ist ja traurig, aber die Vorstellung gerade. Es ist mein Lebensziel, Faye zu beschützen. Goldie, ich bitte dich, hilf mir. Was soll ich denn jetzt sagen oder tun? Du erscheinst einfach so vor mir und erzählst mir solche Sachen. Ich hätte es auch nicht gerne anders, Goldie. Aber außer dir darf niemand in Fays Zeit reisen. Du bist die Einzige. Verstehst du? Faye kennt dich doch gar nicht. Und doch verbindet euch etwas, das stärker ist als alles andere auf der Welt. Beschütze ihn. Ich flehe dich an. Faye hat ein reines Herz. Es ist empfindsam und gefühlsvoll. So wie seine Mutter. Und deswegen lässt du... Das ist noch ein Grund, warum hast du ihn dann so in den Stich gelassen? Das ist... Ja, schön und gut. Die Liebe zum Kind von dir. Das ist eh gut. Wenigstens bist du kein Arschloch. Aber trotzdem... Irgendeine Nachricht im Plüschtier hinterlassen, so... Das wäre doch nicht so schlimm gewesen, oder? Ja, naja. Aber wieso gerade jetzt? Wieso fragst du mich nicht, wenn ich älter bin? Das wäre doch einfacher. Wir würden uns kennen und ich könnte... Du weißt es nicht, aber... Aber meine Frau... Nein, sag nichts. Ich will nichts wissen. Goldie. Erzähl mir von Faye. Was ist der für ein Mensch? Ich will alles wissen. Deinem Vater ist es nicht leicht gefallen, dich allein zu lassen. Es war das Schlimmste, was er je tun musste. Aber er hat so viel für dich getan. Er wurde zum Spion. Er hat mich zu dir geführt. Ich kann nicht mehr zurück. Ich habe meine Freunde verraten. Wenn ich Engine verlasse, dann habe ich niemanden mehr auf der Welt. Doch, Faye! Uns! Arian? Natürlich darfst du wieder zu uns. Wie kannst du bloß was anderes denken? Wir sind doch Freunde, seit wir uns kennen. Und eines weiß ich, du lebst für den Fußball. Genau wie wir. Aber Arian, seid ihr denn nicht? Jetzt sei endlich still! Du Blödmann! Stell dich nicht so an und komm wieder zu uns zurück. Wir warten schon auf dich. Ja, es ist so herrlich.
Arian, ich bin so froh, euch zu kennen. Aber trotzdem vergebe ich seinen Vater noch nicht. Ja, spazierst einfach so rein. Ob das so gut geht. Können Sie mich hören? Hören, genau, jetzt wieder zum Dialektsprecher oder was. Können Sie mich hören, Trainer Evans? Ich nehme Sie jetzt mit und bringe Sie zurück zu den anderen. Es tut mir so leid. Aber. Simeon. Du willst ihnen also den Kristall geben. Ja, und was dann? Glaubst du nicht, dass sie dann sofort Fersengeld geben und nach Hause fliehen? Das werden sie nicht, glaub mir. Na, wenn du meinst, dann versuch's ruhig, ich bin gespannt. Wir sind nicht die Guten, Simeon. Ja, hör an, da bin ich aber anderer Meinung. Ich gehe jetzt, ich werde zusammen mit Erwin und den anderen kämpfen. Keine Angst, ich halte dich nicht auf. Aber wenn du denkst, das würde irgendetwas bewirken, tja, dein Pech, Kumpel. Und das weißt du auch selbst. Wir sehen uns auf dem Platz. Was denn? Du lässt ihn einfach gehen? Wie dramatisch. Der illustre Heroes, was auch immer, eine Träne auf der Wange, entzieht sich dem Lichte der Prophezeiung. Ich bin zutiefst berührt. Denkt, was ihr wollt. Es ist mir einerlei, nicht allerlei. Einerlei. Verzeih mir, Erwin. Es gibt noch etwas, was ich tun muss. Du und die anderen, ihr müsst auf mich warten. Ich bin heute Abend wieder bei euch, versprochen. Faye müsste bald wieder hier sein. Kann ich mal sagen, wie genial ich gerade das Finale hier finde, ne? Es ist schön. Auch wenn ich immer noch nicht seinem Vater verzeihen kann. Ja, er hat alles irgendwie in den Dreck gezogen, so gesehen, seine ganzen Taten. Was ich ja unterstütze, ne? Alles für seinen Sohn geben, das verstehe ich ja. Und das macht auch ein gutes Bild ab. Ja, das ist eigentlich egal. Gutes Bild abmachen, das ist halt gut, ne? Nicht falsch verstehen, aber ihr habt ihn ernsthaft wie lange in den Stich gelassen? Wenigstens irgendein Zettel, ein klein, mit sagen, wo halt irgendwie kurz draufsteht, dass ihr da seid für ihn. Dass es nicht an seinen Kräften liegt oder sowas. Das wäre ja nicht so schlimm gewesen, oder? So heimlichen Zettel ihn unterjubeln. Deswegen kann ich seinem Vater auch nicht so hundertprozentig verzeihen, weil das geht einfach nicht, seinem Sohn so lange einfach in den Stich zu lassen. Naja, aber wie es aussieht, müssen wir nach Faye suchen, aber ich mache wieder kurz einen Cut. So, dalei, Leute, wir sind hier und was ist hier? Durchgang verweigert. Okay. Ich habe jetzt mal eine längere Pause gemacht, ich musste auch irgendwie runterkommen. Dass ich jetzt... Aber nicht da, doch, da, baba. Warum denn nicht? Können wir eigentlich wieder zurück zu unserer Kapine? Ob Faye wieder da ist? Ja, okay. Erwin, ich check schon. Du denkst jetzt an Faye. Wollte nur mal sicherstellen. Ja, das ist ja eigentlich alles irgendwie traurig. Eigentlich nicht irgendwie, sondern sehr traurig, ne? Dass auch Goldie dann stirbt. Und das Ganze drum und dran, ne? Dass er dann so allein gelassen wurde. Aber es war halt für den ersten Moment ziemlich lol. Deswegen. Aber jetzt bin ich wieder etwas... Es ist Ruhe wieder eingekehrt. Und ich habe jetzt die traurige Atmosphäre jetzt eher ist in mir. Wenn man das so sagen kann. Faye, da bist du ja wieder. Sag, hast du erledigt, was du wolltest?
Ja, habe ich. Entschuldige, dass ihr euch Sorgen machen musstet. Ach, mach dir nichts draus. Ich wusste, dass du wieder zurückkommst. Ich kann dir gar nicht genug danken für dein Vertrauen, Aerion. Du warst immer für mich da. Ist doch klar, ich bin doch dein Freund. Ja, das sieht man wirklich. Aber wegen Simeon, glaubst du wirklich, dass du gegen ihn und seine Leute spielen kannst? Immerhin seid ihr doch... Oh ja, ich werde gegen ihn kämpfen. Im Moment lebt er im Dunkeln. Ich muss ihn befreien. Befreien? Dann willst du ihn verändern? Ihm helfen oder so? Ist doch klar. Na gut, dann helfe ich dir. Erwin, Herr Evans hat uns was zu sagen. Du sollst sofort in den Besprechungsraum kommen. Dringend. Dringend? Super dringend. Dann nichts wie los. Ja, Frey. Oh, es ist so ein schönes Gefühl, dass er wieder da ist. Und der erste Schritt in die richtige Richtung, kann man schon sagen. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht alles vergessen, ne? Aber der erste Schritt ist getan, ne? Wir sind da für dich, Faye. Jetzt auch deine Eltern im Prinzip. Aber da bin ich eher noch so... habe ich ja schon gesagt. Ist ja gut gedacht und alles drum und dran. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie durch dieses Handeln zu 100% an Faye gedacht haben. Weil sonst hätten sie ihn nie alleine gelassen. All die Jahre. Das war nicht... Wo Faye schon erwachsen ist, da kann man das schon eher verkraften, wenn man dann so in den Stich gelassen wird. Aber seine ganze Kindheit, seine Jugend, das geht nicht. Deswegen tut mir Faye irgendwie so leid. Aber Innerlink, na, nicht schon wieder was zum Lachen, oder? Willkommen auf Innerlink. Achso, wahrscheinlich kommen jetzt die Eltern. Was ich mich aber frage, Gammon, wo steckst du? Was ich mich aber frage, wie das dann mit Goldie aussehen wird, die Zukunft. Weil eigentlich stirbt sie ja. Das ist ja nur so ihre Vergangenheitsform. Form, das klingt so doof, aber stimmt ja. Das ist ja Vergangenheit. Die kann nichts, wenn alles wieder happy ist, ne, kann die, muss die wieder zurück. Das geht einfach nicht. Naja, Gammon, wo steckst du denn, mein Schätzchen? So, wo waren wir? Die Leute stehen hier Stange und so. Stange und nicht Schlange, ne? Dann läuft unser Geschäft doch toll. Hilfe, ich kann keinen Schritt mehr tun. Vor lauter Kunden im Lokal. Wo steckst du? Dann mache ich die Buletten halt selber warm. Kann doch nicht so schwer sein. Nein, alles nur das nicht. Marina, weißt du nicht mehr, was letztes Mal passiert ist, als du... Aber ich kann doch kochen und das Gesundheitsamt konnte nie etwas beweisen. Ist ja auch gut, ist gut. Hey, schau mal da draußen vor der Tür. Ist das nicht Premierminister Wanguard? Was? Echt? Das muss ich sehen. Aber hier ist doch gar kein... Oh, Moment mal, Gammon, machst du die Buletten jetzt etwa doch selbst? Gammon? Ach ja, Wanguard. Wenigstens kann ich jetzt mit ihm was anfangen. So. Innerlink. So, jetzt habe ich immer die Befürchtung, dass irgendwer die Tür aufmacht. Weil ich habe meine Zimmertür offen zum Kühlen, dass es nicht so extrem schlimm ist. Aber mein Bruder ist noch zu Hause. So, wo sind denn wir jetzt? Und interessiert auch keinen. So, da sind wir. Aber hey, du kannst ja ganz schön schnell tippen. Besonders mit den Wurstfingern, die du hast. Ich bin immer der Schnellste, egal wo. Sei ruhig neidisch, ne? Lass das mit dem Neid, Leute. Erstmal willkommen im Team Sanak. Haha, meinerseits. Willkommen bei mir. Der bildet sich hier ganz schön was ein. War mir klar, dass du das schreibst. Und keine Besserung in Sicht. Ach ja, Sanak, ich mag ihn. Ach ja, so. Auf geht's, dann gehen wir mal zurück. Eigentlich mit Mark Evans, oder? Aber das wissen wir ja eigentlich im Prinzip noch nicht. Also gehen wir mal. So. Ich wollte schon denken, soll ich wieder darauf? Aber da heißt es dann sicher,
Ja, trefft euch im Beschreibungsraum. Naja, ein Versuch war's wert, ne? So, Leute, was ist denn los hier? Bitte keine Eldorado-Fuzis. Gut. Gut. Solange die weg sind, ist alles gut. Sind das endlich alle? Fein, fein, fein. Ich hab schon fest geschlafen. Lasst es Gejammer und spitz die Lauscher, Nishigi. Nishigi. Also dann, wie ihr sicher selbst gewittert habt, ich hab schon getwittert gelesen, ist die 11. Äonen nach langer Warterei nun endlich vollzählig. Die 11. Äonen. Stimmt. Er hat recht. Mann, jetzt bin ich wieder wach. Hurra! Freut mich. Und das heißt, dass jetzt nur noch eine Sache bleibt. Enchen, den Hosenbund stramm zu ziehen. Hosenboden, nicht Hosenstrund. Genau. Und um den Geist von Reimann zu erhalten und den Anlass gebührend zu feiern, braucht ihr jetzt auch einen neuen Mannschaftsnamen. Was? 11. Äonen ist ja ganz nett und so. Aber ich finde, ihr müsst jetzt auf eigenen Beinen stehen lernen. Wie wär's mit Ricardos Rächer? Das erfahren wir jetzt! Haha, das ist mal geil. Chronostorm, okay. Nee, wenn was gibt, dann wisst ihr was. Und das passt auch perfekt, ne? So wie immer, Little Busters. Und das passt perfekt, weil Little Busters, das ist auch alles so Freundschaft und gemeinsam so Zusammenhalt. Das passt einfach jetzt perfekt. Du sagst das sogar. Little Busters, das ist ab heute euer neuer Name. Tragt ihn mit Stolz. Juhu! Ihr wisst, wer ihr seid und was ihr könnt. Bleibt tapfer und lasst niemals locker, dann steht dem Sieg nichts mehr im Weg. Jawohl! Ja. Das war's? Irgendwie ist mir, als würde noch etwas fehlen. Fey! Deine Chance jetzt. Trainer Evans. Ja, ihr habt recht. Er würde uns jetzt noch mehr Mut zusprechen. Wie schade, dass er nicht hier ist. Warum verrät er uns das jetzt noch nicht? Ich glaube wohl, dass er irgendwas im Sinn hat. Im richtigen Moment, ne? Ja, das denke ich, weil ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie in Hintertreffen geraten. Und dann kommt Faye mit dem Chronostein daher. Kann ich mir gut vorstellen. Puh, aber ist das neue Musik? Naja. Nicht mehr viel Zeit. Machen wir uns fertig, Arian? Ist gut. Passiert nicht jeden Tag, dass man um das Schicksal der Welt spielt. Das kannst du laut sagen, Victor. Boah, aber wir haben es so weit geschafft. Das letzte Stückchen wird sicher ein Klacks. Wir retten den Fußball und wir retten die ganze Welt. Nicht von schlechten Eltern. Recht hast du. Mann, vor lauter Vorfreude könnte ich glatt explodieren. So auch. Explodieren wie Vulkan. Vorfreude wie Feuerball. Heiß und glühend rot und überall. Denen zeigen wir, was wir können. War mir klar, dass du das sagst. Und du auch. Und du. Ach ja. Leute, jetzt kommt's drauf an. Dieses Spiel dürfen wir nicht verlieren. Arian! Na, alles klar? Trainer Evans! Trainer Evans! Trainer Evans! Trainer Evans! Willkommen zurück! Ich bin echt überglücklich! Danke für die Blumenkinder. Habe ich was verpasst? Ach, ich find's gerade so genial. Die letzten Minuten, kann man sagen. Ach, besonders jetzt. Ich habe ja immer diesen Zwietracht, wenn man das so sagen kann. Diesen Widerspruch immer gehabt. Ich kämpfe für Eldorado und gegen Engine. Jetzt ist es eigentlich perfekt, weil ich habe jetzt das Gefühl, wir kämpfen jetzt nicht mehr. Auch wegen
weil wir jetzt anders heißen, ne? Aber jetzt das Gefühl, Eldorado, die sind weg, husch, weg, mir egal. Und jetzt kämpfen wir halt gegen Engine. Und da bin ich jetzt voll hinter unserer Mannschaft. Weil, ja, so wie sich Engine entwickelt hat, habe ich ja schon immer gesagt, kann man ja kein Auge zudrücken und hinwegsehen. Das muss man irgendwie bekämpfen, weil, ja, bei denen schaut es düster aus, ne? Deswegen müssen wir die mal wachrütteln. Deswegen gefällt mir das gerade. Dass wir jetzt nicht mehr im Namen von Eldorado hoffentlich kämpfen, sondern jetzt alleine. Das finde ich schön. Na, jedenfalls sage ich euch nur eines. Spielt Fußball, so wie immer, mit ganzem Herzen. Das werden wir, Trainer Evans. Ich bin so froh, dass Sie wieder bei uns sind. Aber sagen Sie doch, wie haben Sie das geschafft? Wie konnten Sie entkommen? Das ist Faces Verdienst. Ohne ihn würde ich jetzt nicht vor euch stehen. Er hat mich aus diesem Gefängnis befreit. Ihm verdanke ich, dass ich wieder mit euch sprechen kann. Aber wie genau sind Sie aus dem Kristall rausgekommen? Oh, dem Ingenieur, meine werten Spielerinnen, Spieler, Freunde und Schüler, ist nichts, nichts zu schwer. Die Extraktion eines Humanoiden aus einem Speicherkristall ist für meine Wenigkeit trivialer, als einen Kaffeefilter zu wechseln. Sie wieder? Wie zum Geier machen Sie das nur dauernd? Weißt du noch, gestern Abend? Ich ging zu Dr. Cryptix und bat ihn, Trainer Evans zu befreien. Ich wusste nicht, ob es klappt. Deshalb habe ich euch nichts gesagt. Verzeiht mir bitte. Verzeihen? Hey, ich könnte dich drücken. Herr Evans, das heißt ja, dass Sie auch wieder aus Ihrem Kristall raus können. Was? Das kann warten. Jetzt hat erstmal das Spiel Vorrang. Also wenn Sie das sagen? Ihm gefällt's anscheinend. Dann sind für das große Finale also Sie unser Trainer, oder? Richtig? Und ob, Ricardo, das würde ich mir doch nie nehmen lassen. Leute, ist das schön. Mir fallen 1000 Steine vom Herzen. Jetzt kann das Endspiel kommen! Du sagst es, Jean-Pierre. Also dann, Kinder, spielen wir Fußball! Ja! Und jetzt schnürt euch die Schuhe. Ich will, dass ihr Spaß habt beim Spielen. Alles Gute, Kinder! Ach, es ist schön. Es ist schön, es ist schön. Sprich mit Trainer Evans. Ich bin auch gerade voll happy. Muss ich auch sagen. Söderle! Es hat ja geheißen, wir können unser Team zusammenstellen, wie wir wollen. Aber ich denke mir halt, es muss einfach. Es müssen die Little Busters ran. Das werde ich, ja, soll ich, ja, das mache ich jetzt dann offscreen. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um und dann stelle ich das offscreen ein bisschen um. Sehen wir dumm. Was machst du denn hier? Ich habe zwar jetzt nichts gegen die, aber ich möchte Eldorado hier jetzt nicht sehen. Die verderben mir die Stimmung. Ragnar ist das mächtigste Team von Engine. Wenn sie nicht von der 11. Äonen besiegt werden können, dann von niemandem. Dieses Spiel wird euch überlassen. Wir haben vollstes Vertrauen in euch. Wir kämpfen aber nicht für euch. Das muss ich sagen, sonst kann ich das nicht genießen gerade. Bei meinen genialen Trainerfähigkeiten hätte hier bestimmt der Bär gesteppt. Aber gut, wenn ihr unbedingt Trainer Evans wollt. Hauptsache, ihr gewinnt das Spiel. Ja. Ne, was ist mit dir? Bereit fürs Ende eurer Welt? Naja, uns? Na, uns im Sinn betrifft es ja nicht. Eher Faye. Aber red einfach nur. Wir werden dich wieder in den rechten Reg schieben, ne? Ja, ich hab dich auch noch nicht aufgegeben. Generell die Engine-Kinder. Wie schon gesagt, ich kann's voll nachvollziehen, dass die so ticken. Aber es geht nicht anders. Wer mehr als Stolz verletzt, bekommt sein eigenes Ende aller Tage zu spüren und so. Wir Evo 2 Kinder übersteigen eure schnöden Existenz. Vor unserer überwältigenden Größe werdet ihr noch auf die Füße fallen. Auf die Füße fallen? Ich muss mir das nochmal durchlesen. Vor unserer überwältigenden Größe werdet ihr noch auf Füße fallen. Nicht auf dem Hintern? Also so
Ich flieg hin, weil die so groß, so eine Größe besitzen. Dann falle ich ja hin. Da falle ich dann eher auf dem Hintern oder auf dem Rücken oder so. Aber nicht auf die Füße. Da bleibe ich dann stehen. Das ergibt gerade irgendwie keinen Sinn. Naja, ich hinterfrag's jetzt nicht. Söderle, was ist los, Mädels? Seid ihr auch bereit? Gebt euer Allerbestes. Ich werde euch auch ganz viele Fotos schießen. Ja, das hoffe ich auch. Leute, das wird schon irgendwie. Ich glaube an euch. Yes. Mir doch egal, wie stark Engine ist. Ihr seid die 11 Äonen. Die macht ihr gefälligst platt. Verstanden? Wir sind nicht die 11 Äonen. Wir sind Little Busters. Yes. Mir gefällt das so sehr, dass wir unseren Namen, unser Team benennen konnten. Konnten tun. Naja, aber ich würde sagen, das passt eigentlich eh. Jetzt mache ich wieder kurz eine Pause und stelle auch wieder um. Also bis gleich. So, meine Freunde, seid ihr bereit für das große Finale? Es kann losgehen. Es kann losgehen, alles ist bereit. Alles klar, sind alle bereit fürs letzte Spiel? Natürlich. Prima, zeigen wir es ihnen. Rash. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, anders geht's einfach nicht. Ich habe schon alles umgestellt. Ja, JP muss ins Tor. Nee, ich hätte Zerion ins Tor gestellt. So habe ich auch alles. Hier habt ihr kurz die Aufstellung. Finde ich irgendwie dann perfekt. Mit den 11 Dämonen. Na ja. Dann gehen wir. Auf geht's. Wer noch nicht genug hatte von diesem fulminanten Turnier, der hat Glück. Jetzt, liebe Zuschauer, gibt's nämlich Nachschlag. Und diesmal geht es wirklich um die Wurst, die Menschheit und die ganze Welt. Das große Finale beginnt in wenigen Sekunden. Hey, ich finde, ein solches Spiel hat auch eine besondere Kulisse verdient, oder? Was meint ihr? Schön auf. Nein! Oh, er zieht das Stadion in ein Wurmloch. Was hast du vor? What the? Was wollen die? Wollt ihr uns alle töten, oder was? Sind schon auf dieser Schiene geraten, oder was? Was soll das? Wo sind wir? Wir befinden uns jenseits von Raum und Zeit. Er hat das ganze Stadion entführt. So mächtig sind sie also. Nevo Bushigoto. Unglaublich. Die können ruhig irgendwie eingesogen werden. Wir stecken in einem Sturmloch drinnen. Einem Sturm und kein Wurm. Ja, was hat er mit uns vor? Ist mir völlig egal, was mit euch passiert. Test, Test. 1, 2, 1, 2. Hey, alten Knochen. Hört ihr mich? Simeon. Der Betrüger. Halunke! Gleichfalls. Wir haben das Stadion zur Feier des Tages an einen neutralen Ort verlegt. Wir wollen doch nicht, dass eure Soldaten uns unverhofft mit Raketen beschießen oder so, nicht wahr? Okay, keine Spielchen mehr. Jetzt beginnt sie, die entscheidende Schlacht. Ja, wie gesagt, ich stehe immer noch zu ihnen. Zwar gehen die jetzt ein bisschen zu weit irgendwie und sind führend, was... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was hier passiert in so einem Wurmloch. Aber trotzdem. Oh ja. Oh ja, wieder neue Musik. Es ist ja Finale. Finale Musik sogar. Hört sich bis jetzt mal sehr genial an. Söderle. Kennen wir die schon alle? Nee, da sind glaube ich auch ein paar neue. Bisher ist die Musik wirklich geil. Ja, oder... Ist das?
Wo sind denn die anderen zwei? Achso, da ist mehr und da hinten. Warum nur die zwei? Naja, auch egal. So, die Anzeige. Die lässt es auf sich warten, aber ja, ihr habt jetzt hier Anzeige. Hexehammer hatte. Oh, mich juckt's. Ich habe vorher eine Mücke hier gesehen. Nein. So, Ragnar, die Mannschaft hier. Söderle. Hippos Cold. Ein toller Spieler. Nur Pferde kann man nicht mit ihm stehlen. Was soll das jetzt bitte heißen? Was haben Pferde damit zu tun? Das ist ja sowas von random. Oder verstehe ich da jetzt was nicht? Das ist random. Was soll das? Hat nichts damit zu tun, dass er ein toller Spieler ist. Jung Hamster. Voll der Hamster. Er spielt für seine Mannschaft unermüdlich, wie ein Hamster im Rad. Haben die alle was mit Tieren zu tun? Eigentlich schon, oder? Faye hat was mit Tieren zu tun, die... Na, ich wollte schon sagen, die Exklusivspieler, ne? Der eine ist ein Wolf, der andere ist eigentlich ein Vampir. Ist ein Vampir ein Tier? Aber, naja, bisher ist jeder irgendwas mit einem Tier. Ente. Anders Eider. Der Verteidiger ist lahm wie eine Ente, dafür aber knallhart. Wo ist Tempo? 91, das ist aber nicht lahm wie eine Ente. Okay, wenn er meint. Nee, das zuerst. Eva Mauten. Früher das schwarze Schaf der Familie, heute echtes Abwehrass. Warum haben die alle was mit Tieren zu tun? Maka Psta. Psita. Psita. Hey, Psita da. Wilder Mittelfeldspieler, der sich bei Gefahr einfach einigelt. Also deswegen hat der einfach so ein random. Nur Pferde kann man mit ihm nicht stillen. Katja Felis. Anmutig wie eine Katze. Kommt sie leicht an jedem Gegner vorbei. Eine Katze. Oh mein Gott. Suswin. Ist das Swin? Klingt nach Schwan. Furchterregender Spieler, der oft wie ein wilder Eber über den Platz rast. Okay. Kein Schwan. Ja. Nur die sind Außenseiter hier. Kennen wir schon. Mücke, geh weg! Ich möchte jetzt nicht auf meine... Och Mann. Ich konnte sie nicht zerdrücken. Oh. Naja. So. Da. Kion Kanis. Kanis ist doch Hund, oder? Schon bei seinem Anblick fühlt sich so mancher Gegner Hunde elend. Meine Hand tut weh. Durch so eine Faustbildung, weil ich irgendwie die Mücke zwerquetschen wollte. Sid Synapsis. Ein aggressiver Torhüter, der in seiner Kindheit extrem schnell gewachsen ist. Der hat nichts mit Tieren zu tun. Pelter Chincha ist furchtbar scheu, obwohl sie eigentlich keinen Grund dazu hat. Hat eigentlich keiner, oder? Das ist irgendwie, ja, schön. Folie Vora, Folie, verausgabt sich völlig beim Spielen und ist dann tagelang ein Faultier. Yay, wieder ein Tier. Livia Sonju. Dank ihrer wallenden Haarmähne wirkt sie durchaus majestätisch. Ist das eine Anspielung auf Löwe oder so? Und Russo Rosmarus. Wie ein wütender Walrossbulle walzt er wild über den Platz. Aber die haben alle nur ein, fast nur eine nur Technik, was ein bisschen lame ist. Die können ruhig mehrere haben. Und natürlich Simeon. Simeon Ape. Der Anführer von Engine versucht, Herrscher über die Welt zu werden. Blitzpässe. Okay. Das ist unser Gegner. Des Finales. Seid ihr gespannt? Natürlich seid ihr das. Auf geht's. Ragnarök Stadion. Ich hab's eigentlich irgendwie bemängelt, ne? Das gleiche Stadion. Liebe Leute, bei all dem Violett wird mir ganz schwindelig. Wer wird hier sein veilchenblaues Wurmlochwunder erleben? Wir werden es gleich erfahren. Der Anpfiff zum astrogalaktischen Finale in der Dimension des Chaos kommt jetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir denken, dass es wieder so... Du kriegst jetzt ein paar Tore, dass es so abläuft. Aber ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass es neutral abläuft.
Aber mal schauen. Fülle Init-Leiste. Okay, okay. Dann rufen wir mal den ersten Miximax herbei. Herr Pai. Hier können wir aber auch nur 3 einsetzen gleichzeitig. Dann würde ich sagen, obwohl noch nicht. Nee, nee, nee. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Das verbraucht ja alles Punkte. Och nee, was soll denn das? Ja, setzen wir einfach mal ein. Nee, Salto-Staffel. Okay. Was soll das? Och nee, das schaut gar nicht gut aus. Jetzt muss ich JP den Kampfgeist wenigstens rufen lassen. Weil so schön ist das gerade hier nicht, ne? Komm schon, Jeepe, das schaffst du doch. Das heißt es allein gegen diesen Stürmer. Oder doch nicht? Nee. Warum wurden die... Okay, mir egal. Königsklaue. Ja, schaut ein bisschen anders aus als dieser Kampfgeist Leon. Aber man hätte doch irgendwie eine andere Technik auch für ihn verwenden können. Komm schon, steh auf. Nee, schade. So, aber sicher ist sicher, ne? Magische Hand. Nee, das jetzt gar nicht sein. Was machst du denn für Sachen? Aber den sollst du eigentlich halten. Wäre ja irgendwie doof, ne? Und ja, 610. Okay, okay. Wenigstens haben die dieses nervige Taktik-Zeugs nicht mehr. Geht's. Komm schon, nach vorne. Sanak, das ist deine Chance, oder? Och nee, Max. Ich habe mich jetzt schon so gefreut, dass er weg ist. Obwohl, das tut ja der Init-Leiste füllen gut. Argus. Aber das ist ein neuer Kampfgeist. Tut erstens mal so ein Schuss der Init-Leiste füllen gut. Tut. Und so können wir auch diesen Kampfgeist ein bisschen schwächen. Also kritisch sogar. Los, schieß einfach. Yes, das möchte ich sehen. Hades Zorn, okay. Yes, yes, yes. Alter, der bounced. Yay, yeah, wieder zu Faye. Los, Faye, jetzt schießt du einmal. Du kannst jetzt mal eine Spezial-Dingsbums einsetzen. Mondsalto setz einfach mal ein, weil das verliert. Du verlierst keine vielen Punkte, irgendwie so. Ja, hartes Zorn ist mir völlig egal. Vergeude deine Punkte, das möchte ich jetzt sehen. Weil etwas anderes hier in dieser Max-Phase... Nein. Komm schon. So, nee. Jetzt. Alter, das Wischen ist manchmal nicht so optimal. So, yes. Nimm dir den Ball ab, bitte. Komm schon, Sanak. Ist dem Typen Vorteil sogar. Nee, was soll das? So, ach nee. Och nee, ich hasse das, wenn Kampfgeister im Besitz haben tun. So, du kannst auch mal deinen Kampfgeist einsetzen. Ach so, du machst Rüstung. Ich sehe, mein Lieber. Aber hier hinten ist ja noch Gabi. Nee. Das darfst du nicht vergessen, mein Lieber. So, Nebelschleier, vielleicht funktioniert es jetzt, Fragenzeichen? Na, schade. Schade. Aber weiter angreifen. Wo bist du, Gabi? Wo ist denn die bitte? Jetzt habe ich ihn sie genannt. Jetzt ist passiert. Wo ist er denn? Warum bist du da vorne? Du bist doch nicht im Sturm. Was soll die Kacke hier? Ich muss eigentlich... Obwohl, Rüstung. Jetzt setzen wir auch mal Rüstung ein. Unendliche Hand, kannst du? Nun setzen wir das gleich mal ein. Ist zwar jetzt nicht Step oder sowas. Obwohl, das ist ja auch ein Bodentypi, oder? Deswegen ist das auch kein Step. Dann schauen wir mal. Unendliche Hand, das klingt nach bessere Taktik. Also den müsstest du schon irgendwie halten. Schiebe. Naja, aber interessantes Match. Muss man lassen. Ich glaube, die Taktik, die Technik habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also kann das nicht so neu sein für Schiebe. Schiebe. So, einfach nach vorne. Achso, ist es schon. Söschen. Nö. Was soll das? Schieß dein Tor, oder? Hört ihr mich, ihr Ungeziefer von Eldorado? Ihr behandelt uns wie Ungeheuer. Aber das ist nun vorbei. Wir sind die neue Generation. Und wenn eure marode Welt erstmal zerstört ist, dann haben wir das Sagen. Wir erschaffen eine neue Welt. Eine perfekte Welt. Es geht um unsere Zukunft. Verlasst euch drauf. Wir geben niemals auf.
denn sonst noch alles? Die spielen ja wie Ungeheuer. Nein, Victor. Sag nicht Ungeheuer. Sie sind Menschen. Genau wie wir. Und das heißt, sie sind nicht unbesiegbar. So langsam kriege ich meine Zweifel. So, und der richtige Spaß beginnt jetzt. Okay. Jetzt nimmt er auch noch Drogen. Ich bin ja auf der Seite, habe ich ja schon gesagt, von der Engine. Aber manche Sachen, Hexehammer sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Aber manche Punkte, da stimme ich überhaupt nicht überein. Dieses, wir erschaffen die perfekte Welt. Aber ich kann nachvollziehen, dass die auf einmal so denken. Und jetzt eben dieses Drogen nehmen. Obwohl, das ist ja eigentlich ihre Kraft. Also eigentlich nicht so verwerflich, dass sie das benutzen. Naja, was soll das? Wie können die so schnell sein? Sie haben ihre Evo 2 Ampullen eingesetzt. Nochmal bitte, Faye. Was haben sie eingesetzt? Habt ihr das Glasröhrchen in Simeons Hand gesehen? Mit dieser Substanz können sie ihre Kräfte vervielfachen. Und deshalb sind sie so schnell wie Blitze. Oh, Jemini. Und jetzt? Ich weiß nicht, Goldie. Eines steht fest. Wir müssen uns ins Zeug legen, wie noch nie zuvor. Tja, es geht ums Ganze. Spiel so, dass zur Halbzeit gleich... Ja, wie denn, wenn die so auf Drogen sind? Sind die jetzt alle auf Drogen, so wie vorher, ne? Wer ist da im Tor? Na, hat kurz so ausgesehen wie Simeon. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese blöde Mücke immer bei mir ist. Die ist bei mir. So, jetzt sind... Ja, ein bisschen schneller schon. Oh, ey! Das irritiert. Wenn ich deswegen jetzt in den Zweikampf komme. Komm, komm, komm. Oh, das. So. Was soll das? Ja, einfach Orbit-Granate. Setz das mal ein. Aber... das gefällt mir gerade nicht so. Weil Sanak ist ja jetzt unser Stürmer da vorne. Bitte, Faye, komm schon, nochmal Orbit-Granate und Faye schießt das, die Kugel da rein. Weil da habe ich schon eher die Hoffnung, dass er ein Tor schießt. Weil, wir dürfen nicht vergessen, Sanak, ist er noch... Nein, ey, was soll das? Ich muss das einsetzen, bevor die mit irgendeiner Taktik daherkommen. So, was setze ich jetzt ein? Miximax, gehen wir aufs Ganze mit Faye. So, Miximax... Und obwohl, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, um Kampfgeister auszurüsten. Deswegen, ich schieße jetzt lieber mal aufs Tor. Bevor ich hier die Zeit nicht habe, schieße ich hier lieber aufs Tor, ne? So, es ist ziemlich Gleichstand. Aber schauen wir mal. Es ist ein Boden. Bodenattacke haben wir gesehen. Das sollte eigentlich gut funktionieren gegen diesen Torhüter. Mal schauen. Argos. Auf jeden Fall spannend gehalten, das Match. Muss man lassen. Polreflektor, nicht Polreflektor. Schaut aber nice aus. Aber warum? Nein, was soll das? Oh, jetzt passen sie blöd herum. Aber das machen sie gar nicht so schlecht. Das muss man denen lassen. Ernsthaft. Mann, ey, aber so perfekt. Bisse. Was soll denn das? Da. Obwohl, du kannst jetzt eigentlich nichts ausrichten. Deswegen fangen wir einfach mal. Gar nicht so schlecht. Aber das ist auch zum Beispiel jetzt ziemlich lame, dass er nichts einsetzen kann. Simeon, warum so ein Abstoß? Oh, wir haben verloren. Heißt das, wir haben jetzt ernsthaft verloren? Mal schauen. Ich verstehe es nicht. Woher nehmen die bloß all ihre Kräfte? Ist doch egal. Wir sind allen anderen überlegen. Ihr und eure alte Welt, ihr müsst endgültig verschwinden. Gebt nicht auf, Leute. Fortuna, hilft denen, die es bis zum Ende nicht abwischen. Ach so. Na, ich hätte jetzt schon gedacht, dass Dingsbums ist, ne? Dass ich jetzt immer wieder die Chance kriege und jetzt nicht erneut starten muss, ne? Ja, es ist schwierig. Aber jetzt kommt wieder das...
zum Vorschein. Warum konnte der Fay Schuss halten? Deswegen rede ich hier nicht gerne von der Schwierigkeit. Ja. Deswegen, ja, passiert halt. Ist wieder dieses blöde Kampfsystem, weil... Seht euch mal Fay an, Level 91. Die sind Level 45, oder? Irgendwie so rum. Und ich habe Fay ausgerüstet mit Miximax. Warum hat der dann trotzdem den Ball gehalten? Das ist doch sowas von unlogisch. Das ist eben, was mich ankotzt am Kampfsystem. Und jetzt... Ich konnte da eigentlich nichts machen, oder? Wäre vielleicht noch Kampfgeist ausrüsten, aber das war ziemlich eng. In dieser Situation. Bevor ich dann den Ball verliere, ne, mit Fay, habe ich lieber geschossen. Und ich habe euch ja schon gesagt, Level 91, das ist so, ja gar nicht so ohne, ne? Das ist wieder was aufregt, ne? Aber ja, komm schon. Ich schneide das natürlich, ne? Eigentlich ist das prima, um einen Cut zu setzen. Also, wir sehen uns gleich, Leute. So, auf ein neues, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt haben wir sogar ein bisschen mehr Zeit. Gut, gut, gut. So, schießen wir jetzt mal ein Tor. Ich habe den Torhüter jetzt auch ein bisschen mehr geschwächt, beziehungsweise konnte ihn mehr schwächen. Mal schauen, vielleicht geht's jetzt mit Zanark. Hallo, ich habe jetzt tausendmal da das betatscht. Ich habe ihn betatscht. So, ich habe aber jetzt irgendwie die Befürchtung, dass der was einsetzt. Ja, deswegen. Ja, danke schön, dass du das registrierst, Spiel. Wenigstens kann der jetzt nichts mehr einsetzen. Wenigstens das. Glitzer, Glitzer, boing, boing. Ja, was jetzt? Alter, die sind so doof droben. Ja, was soll ich denn da machen? Ich weiß nicht, wo die hinpassen. Wenigstens hat der jetzt nichts mehr. Ich muss nur einmal den Ball nach vorne bringen. Irgendwie. Aber dann müsste ich mal den Ball haben. Bitte. Ja, komm schon. Nein. Obwohl, du hast einen Kampfgeist. Also ist das jetzt halb so schlimm. So. Ein Ball. Bitte. Oder ein Stürmer halt. Nach vorne. Bitte. Los, Sanak. Du. Kampfgeist. Und das ist jetzt... Obwohl... Fay, du Kampfgeist. Bitte. Geh mit. Geh bitte mit. Jetzt setze ich schon wieder die Karte auf Fay. Obwohl... Fay. Komm schon nach vorne, bitte. Das ist doch nicht so schwer. Vollmondfall. Auch wenn wir im Typen Nachteil sind, der muss eigentlich reingehen. Hallo, wo sind wir denn? Ja, das ist sonst wirklich Kacke. Ja, Polreflektor. Aber das kannst du mich mal einschalten. Endlich. So schwer ist es doch gar nicht. Yes, gut gemacht. Ich habe irgendwie Schiss mit Zanark, weil gleiches Levelniveau. Nee. Obwohl, Verteidigung wird ausgewechselt, nicht der Torhüter. Nee. Aber komm schon, Ricardo. Ricardo, du schaffst das. Nimm ihn den Ball ab, bitte. Jetzt schießen wir noch ein Tor. Obwohl, es hat geheißen, das ist ein... Das ist... Dingsbums. Wie heißen? Dass ein Gleichstand ist oder heißt es mindestens ein Ausgleich, ne? Gleichstand. Weil, ja. Denkt mal nach, wenn man dann 2 zu 1 führt. Natürlich geht er durch. Wenn man dann 2 zu 1 führt, heißt das, dann geht man auch Game Over, weil nicht Gleichstand. Das wäre ziemlich lame. Aber das möchte ich am liebsten ausprobieren. So. Kommt schon, Leute. Nehmt den Ball ab, bitte. Oh. Mann, ey. Warum hast du noch Kraft? Hat der nicht irgendwie alles schon verbraucht gehabt? Die Leiste war doch leer von dem. Nö. Aber trotzdem, wir nehmen dir den Ball ab. Ist wer doch gelacht, oder? Nö. Du nervst schon langsam mit deinem blöden Kampfgeist hier. Ja. Das haben wir jetzt schon zum tausendsten Mal gesehen. Ah, dann muss ich jetzt keinen Kampfgeist einsetzen. Weil ich kann den nicht. Dann setze ich mal ein Miximax mit dir ein. Komm schon, Gabi. Du bist hier jetzt die letzte Verteidigung. Obwohl, Schiebe würde es noch schaffen. Schiebe. Du hast keinen Kampfgeist. Okay. Muss ich mir im Sinn behalten, so gesehen. Komm schon. Du schaffst es doch. Ah, ja. Das ist gar nicht so einfach.
Das ist auch irgendwie gut vom Spiel, muss ich auch lassen. Ich bin ja völlig overleveled, aber das ist gar nicht so einfach. Auch wenn es mich immer noch irgendwie abfuckt, das... Na, ist doch egal schon. Abfuckt eben das mit Faye vorher. Weil das ergibt überhaupt keinen Sinn, warum wir da verloren haben, den Zweikampf. Also mit dem Torhüter. Naja. Was heißt hier schön, wir haben den Ball verloren. Ricardo, bist ein bisschen belämmert. Seht euch mal den Levelunterschied an. Naja. Naja. Wie machen die das nur? Wir sind die Evo 2 Generation. Sie sollten uns doch hoffnungslos unterlegen sein. Unsere Kräfte sind unermesslich. Wir sind die besten Spieler der Welt. Kraft allein zählt nicht, Simeon. Man muss mit Herz und Teamgeist spielen. Alles andere ist völlig einerlei. Red kein Blödsinn. Unsere Kräfte machen uns zu dem, was wir sind. Jeder von uns ist tausendfach wertvoller als jene alten Knacker. Engine heißt Stärke. Diese Stärke hält uns zusammen. Nein, Simeon. Du irrst dich. Du und ich und die anderen. Es sind nicht unsere Kräfte, die uns vereinen, sondern die Einsamkeit. Keiner wollte uns. Deswegen haben wir uns zu Engine zusammengeschlossen. Das ist nicht wahr, Faye. Wir sind der nächste Schritt der Evolution. Engine wird ein neues Zeitalter einläuten. Wir sind stark. Wir brauchen die Erwachsenen nicht. Wir können uns unsere Freiheit einfach nehmen, egal was mit ihnen geschieht. Aber nur weil du stark bist, willst du anderen wehtun? Und ganz allein sein? Das klingt ja furchtbar. Simeon, jetzt hör mir mal zu. Eure Mannschaft verbindet nur der Hass. Und das ist falsch. Es gehört noch viel mehr dazu. Man fiebert miteinander. Man verzweifelt oder man freut sich zusammen. Als Freunde. Freunde? Genau. Freundschaft macht ein wahres Team aus. Und Freunde halten zusammen. In guten und in schlechten Zeiten. Egal was passiert. Arion hat recht. Wir sind zwar durch Raum und Zeit gereist, um die Elf der Äonen zu versammeln. Aber wir haben einen viel größeren Schatz gefunden. Wahre Freundschaft. Und die ist wertvoller als alles andere. Tja. Ich hatte niemanden. Genau wie du. Aber seit ich Arion und seine Freunde kenne, ist alles anders. Simeon, wer echte Freunde hat, ist niemals allein. Allein? Red keinen Quatsch. Wir sind was Besonderes. Unsere Macht verbindet uns. Freundschaft ist etwas für Schwächlinge. In Engine zählt nur die pure Macht. Denkst du das wirklich? Ist es so einfach für dich, anderen weh zu tun? Willst du nicht in Frieden mit den Menschen leben? Vergiss es. Nicht mit euch. Wir sind besser als ihr. Oh ja, oh ja. Die Thematik, die muss ich schon sagen, die gefällt mir. Aber wir müssen jetzt einfach gewinnen, weil anders checkt das anscheinend nicht. Bei dem ist es anscheinend schon ein bisschen zu spät. Liebe Leute zu Hause und im Stadion, das war die erste Halbzeit des wahren Ragnaröks-Finales. Nach einer haarkräuselnden Zitterpartie in der ersten Hälfte liegen beide Kontrahenten Kopf an Kopf. Wer schnappt sich den Sieg? Ja. Auf geht's. Ah, das ist ein richtig geiles Finale. Muss ich lassen, ne? So. Macht ihr sonst noch was? Yes. Simeon, wieso schalten wir sie nicht einfach mit unseren Gedankenwellen aus? Nein, das verbiete ich. Wenn wir das tun, zeigen wir Schwäche. Deswegen benutzt ihr auch Drogen oder so. Na, ich hab's ja schon angesprochen. Das ist ja eigentlich ein Teil von denen, ne? Deswegen ist das eigentlich noch vertretbar. Naja. Das darf nicht geschehen. Jeder soll sehen, wie weit wir ihnen überlegen sind. Mücke! Geh weg! Ich will dich nicht! Mücken, das hasse ich. Na, jetzt hat er schon wieder die Augen. Wir werden unsere Kräfte einsetzen, aber auf andere Weise. Los, ich will all eure Reserven, bis auf das letzte Tröpfchen. Jawohl, Simeon. Ach nee, nicht schon wieder. Setzt du jetzt einen Kampfgeist an? Das wäre mal interessant hier. Okay, was hast du denn für einen Kampfgeist? Ivera, okay.
War eigentlich gar nicht nötig, aber hoffentlich setzt er eine Technik ein. Hm? Yes! Können wir zum einen die Technik sehen, zum anderen verbraucht er da jetzt schon Energie, obwohl er es eigentlich nicht braucht. Yes! Gut, gut, gut. Ich freue mich voll, dass ich hier ein Tor bekommen habe. Tor! 2-1. Gut, 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 gut. Ja, das haben wir schon gesehen. Müssen wir nicht nochmal angucken. Söderle. So, dürfen wir wieder spielen? Vielleicht? Nö. Was ist jetzt? Semions Kampfgeist ist wirklich Wahnsinn. Glaubst du, das war schon alles? Ich zeig dir, was Wahnsinn ist. Jetzt lernt ihr eine ganz neue Seite von mir kennen. Okay. Nein. Er ist zum Affen geworden. Was hat er getan? Ist das etwa seine Miximorph-Form-Dings? Versuch nur, das zu begreifen. Gewöhnliche Menschen wie du wissen nicht, was wahre Macht ist. Wir übersteigen eure Vorstellungen. Vorher hast du mir besser gefallen. Du warst auch viel hübscher und auch ein bisschen auch niedlicher. Aber jetzt bist du hässlich. Jetzt bist du hässlich. Wird ihm völlig egal sein. Mann, ey, warum muss Ricardo jetzt in den Kampf? Ich möchte nicht unnötig Dingsbums vergeuden. Punkte. Okay, okay. Wie das aussieht, wird es hier ein 2-Tore-Vorsprung wieder werden. Das gefällt mir nicht. Obwohl, das gefällt mir schon, weil dann ist es doch schwieriger. Auf geht's! Nein! Was machst du denn für Sachen? Aber du bist hässlich geworden, das gefällt mir nicht. Mir geht's nur, wer hässlich und wer nicht hässlich ist, wer niedlich ist. Nee, nee, nee. So. 2 Tore bekommen wir. Wir sind toll. Tor! Spürt die Macht von Engine! Da. Ja, wenigstens 3. Minute. Habe ich noch Hoffnung. Nicht, dass wir einen 4-Tore-Rückstand in 15 Minuten irgendwie aufholen müssen. Obwohl, das wäre ja noch schön. Und das war nur der Anfang. Oh mein Gott, hör auf. Meister der Bestie, Nevera Rüstung. Wow. Schießt er noch ein Tor oder was? Langsam ist schon übertrieben. Und jetzt auch noch eine Kampfgeistrüstung? Wie stark kann er dich noch? Kann er doch noch werden? Glaub mir, du Zwerg. Es ist noch lange nicht vorbei. Ah, los, alle auf Angriff. Jetzt zeigen wir ihnen, mit wem sie es zu tun haben. Salpo-Staffel. Okay. Warum setzen die anderen keinen Kampfgeistrüstung-Dingsbums ein? Jetzt hat er wieder Max. Oh mein Gott. Aber diesmal, pfuh, sind sie ein bisschen auf Drogen, die Spieleentwickler, muss man sagen. Solaris Trio, L5. Oh mein Gott. Armer JP im Tor. Das ist schon anstrengend, das nur zuzusehen. Beziehungsweise... Wenn man mal bedenkt, was ich jetzt aufholen muss. Das ist anstrengend. Leute, ihr dürft jetzt nicht schlapp machen. Zeigt, dass ihr alles für das Spiel gebt. Zeigt, wie in Raimon Fußball gespielt wird. Raimon. Ah, ja, er hat recht, Kinder. Ihr wisst doch, was das Wichtigste beim Fußball ist. Wie oft habe ich euch das schon gesagt? Was meinen Sie, Herr Evans? Wenn ihr immer Seite an Seite steht, besiegt ihr jeden Gegenspieler. Die Stärke des Einzelnen zählt gar nichts. Teamgeist und Zusammenarbeit, das ist das einzig Wichtige. Das habt ihr selbst gesehen. Energie. Fortuna. Eintracht. Wenn ihr alle zusammen fühlt, handelt und spielt, erst dann spielt ihr wirklich Fußball. Sie haben recht. Wir sind ein Team. Jeder einzelne von Ihnen ist stärker als wir alle zusammen. Aber zusammen sind wir stärker als Sie alle. Wir sind die Elf der Äonen.
Was? Sturm der Äonen? Meisterstück? Naja, aber es ist schön. Ja, da ist was Wahres dran, ne? Was machst du jetzt? Achso, dein... Ne? Elf beflügelt Erwin. Erwins Techniken kosten keine TP mehr. Okay. Okay, das sehe ich dann doch gerne irgendwie auch. So, wo ist denn Erwin? Du bist da. Es kostet nichts mehr. Dann schauen wir mal. Obwohl, ein Zweikampf mit ihm? Schauen wir mal. Komm schon, Erwin, du schaffst das. Yes. Auf geht's. Aber irgendwie ist das jetzt auch widersprüchlich, was gerade passiert. Ach, hört doch auf mit diesem Kack. Nee, jetzt setz ich was ein. Obwohl, nein, was soll denn das? Das ist Kacke. Jetzt hat der den Ball, oder was? Ich darf nicht so geizig sein. Nein. Jetzt hat er keinen Max-Wert, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal. Rüstung, komm schon. Scheibi, du schaffst das. Obwohl, vielleicht schaffe ich ja nichts im Knicken. Oh, ich hab doch geklickst. Irgendwas halt. Obwohl, Ricardo? Hast du deine Rüstung? Mal schauen. Komm schon, Ricardo. Komm schon. Feuer den an. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist irgendwie widersprüchlich. Jetzt heißt es gemeinsam und jetzt kriegt Erwin so eine Power. Das ist irgendwie... Warum? Was soll das? Nee, jetzt ist da wieder ein Tor oder was. Unendliche Dingsbumsand, vielleicht das. Oder, ja, einfach das Beste raushauen. Puh. Mal schauen. Kritisch sogar noch. Oh mein Gott, das habe ich schon. Ah, nee. Wie viele Punkte haben die bitte eigentlich? Das frage ich mich jetzt wirklich. Alter. Das Blöde ist, wenn ich das verliere, muss ich alles nochmal neu spielen. Er ist zu stark. Ihr erkennt sie also, die Schönheit meiner Macht. Solche Kräfte werdet ihr nie erlangen. Wir sind unbesiegbar. Wir werden schon gewinnen. Wart's nur ab. Ihr seid nicht anders als wir. Ja. Oh mein Gott. Komm schon, bitte. Jetzt hört endlich auf mit diesem Kack hier. So, Erwin, renn durch. Oh, wenn die wieder sowas einsetzen mit so einer Taktik, da kann ich nichts machen. Beim nächsten Mal die stärkste Taktik hau ich dann raus. Alter, das gefällt mir gerade nicht. Gut. Komm schon, wir brauchen jetzt. Ich glaube, dass das. Nee, nicht aufgeben. Na, das braucht alles so viel Zeit. Hat der einen Max? Nee. Naja, einsetzen können wir immerhin immer noch. Ich weiß nicht so recht gerade. 4 Tore. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Komm schon, alle setzen jetzt was ein, obwohl wir haben nur noch einen Slot zu verfügen. Komm schon. Den letzten Zweikampf hier. Na, komm schon, Victor. Renn halt nach vorne. Ich bin angespannt. Dieses Finale, das hat was. Komm schon. Wir schaffen das doch. Wer hat doch gelacht, ne? Komm schon. Nee, Sanak, du... Boah, ey, jetzt wollte ich ihn noch weg... Ah. Ich wollte ihn wegschieben. Aber dann passt er auf einmal. Alter, Verwalter. Mir gefällt das gerade überhaupt nicht. Oh, warum gewinnst du den Zweikampf? Das ist auch wieder so unlogisch. Als wäre das nicht schwierig genug, ne? Müssen die dann mit so einem Kack daherkommen? Mit diesem unfairen Kampfsystem. Komm, der muss jetzt reingehen. Wenigstens das. Obwohl 211. Ich weiß ja nicht so recht. Mal schauen. Und, komm schon.
EA. Da darf man, wie es aussieht, überhaupt nicht auf die Punkte schauen von den, oder auf den Level, auf die Level vom Gegner. Was gar nicht so schlecht ist, weil jetzt spüre ich ja im Finale hier. Das ist jetzt geil gemacht, muss man schon sagen. Aber wie sollen wir das jetzt noch gewinnen? Wenn wir überhaupt keine Tore schießen. Da sollte man doch irgendwie dann ein Gleichgewicht irgendwie haben. Wir müssen ja Tore schießen. So, ja, und schießt Sturm der Äonen. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Was läuft da denn? Ich kann es spüren. Unsere Herzen werden eins. Ja, nicht nur wir elf auf dem Platz. Alle, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben und die uns entgegengetreten sind. Du sagst es. Ihre Hoffnungen, ihre Träume. Sie sind hier bei uns. Los, das ist die Kraft, die wir jetzt nützen. Nanu, oha, eure Auren scheinen endlich perfekt zu harmonieren. Ob der große Moment gekommen ist? Wir werden gewinnen. Für die Menschen. Für die Zukunft. Ich kann schon schreien, aber das ist so gut. Kritisch sogar. Okay. Yes. Die Reihenkugel. So gehört sich's. Oh, es ist trotzdem noch ziemlich schwierig. Ja, aber wir müssen noch 3 Tore schießen mindestens. Oh, das sehe ich jetzt gerne. Jetzt bist du wenigstens wieder schön. Schön. Oder halt anzusehen. Ihr gebt nicht auf, wie? Versteht ihr nicht? Die alte Welt muss verschwinden. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Ja. Gib mir Ruhe. Und ja, neuer Torhüter. Nee. So, wisst ihr was? Ich muss jetzt eigentlich eher nach vorne tun, ne? Es geht nicht anders, auch wenn das irgendwie widersprüchlich ist. Eigentlich das Einzige... Wo ist denn? Defensive wäre eigentlich geil hier. Na, Angriff. Wir müssen Angriff. Gibt's nicht da eine bessere Spitze? So, wir müssen voll auf Angriff gehen. Anders geht's einfach nicht. So, sorry, aber nein, Faye, du bist besser. Du bist hier einfach besser dran. Okay. Auf geht's, Leute. Na, wir haben aber noch Zeit. Dürfen wir nicht vergessen. Okay. Komm schon, Erwin. Nimm dir den Ball ab, aber so schnell wie möglich. Yes. Komm schon. Und nach vorne schwatteln. Und nach hinten passen. Sowas möchte ich sehen. Huh. Ich bin richtig angespannt. Das kann ich euch sagen. Also, das ist ein Finale. Das hat's in sich. Also, Respekt. Das muss man schon lassen. So, Leute. Nach vorne. Na, ob das nicht zu weit war. Komm schon, bitte. Komm schon. Bist schneller als der Torwart drum. Ah, Mann, ey! Ah. Jawohl. Nicht passen. Bitte nicht passen. Oder doch passen. So, jawohl. Jetzt muss einfach. So, bitte nach vorne. Okay. Solo Doppelpass, ja. Komm schon. Wäre doch irgendwie blöd, ne? Überleveltor. Ja, da deswegen. Man darf nicht denken an die Level. Dann ist das alles logisch, ne? Weil die Level, die sind ziemlich niedrig. Stunde Äonen, einfach draufhatzen. Draufhatzen, das ist wieder Dialekt. Einfach denen die Rübe einschlagen. Mit dem Schuss. Sturm der Äonen. Ja, anders geht's jetzt irgendwie nicht. Ja, Polreflektor. Obwohl, die Punkte sind jetzt auch nicht so vielversprechend. Okay, gut. Aber das ist auch manchmal so random, die Grundpunkte. Ne, manchmal... Manchmal sind es 500 Punkte, manchmal 200 Punkte Grundkraft. Ach, wieso kämpft ihr noch? Wieso könnt ihr überhaupt noch stehen? Wieso? Ah! Tja, aber auch schön zu sehen nach jedem Tor, dass der da auch einen kleinen Talk hat. Aber die sind jetzt schon ziemlich K.O., ne? Komm schon, Erwin, einfach nach vorne! Ich habe wieder Hoffnung. Irgendwie kommt es mir auch so vor, dass die Zeit nicht so schnell vergeht. Kann das vielleicht sein? Weil die Techniken, die verbrauchen auch alle Punkte. Na, Zeit und Punkte natürlich. Na, hier bei Erwin nicht. Geil. Okay, jetzt geht's schnell.
Ich möchte wenigstens irgendwie den Ausgleich schaffen und dann schauen wir weiter. Vielleicht probiere ich es dann anders. Aber jetzt brauchen wir das. Weil wie gesagt, das Finale, das Respekt, das hat in sich. Hat's in sich, ne? Ein Tor noch. I'm feeling it, das kann ich euch sagen. Gut gemacht. Noch ein Tor. Und die Zeit schaut gut aus. Also das ist schon eher vielversprechend hier. Aber jetzt lassen die ziemlich nach. Hey, ich wollte doch Simeon wieder hören, ne? Obwohl er eigentlich immer das Gleiche... Na, immer das Gleiche nicht, weil langsam verzweifelt er schon dran. Aber wenn ich jetzt mal so bedenke, das ist doch auch ziemlich OP, ne, mit Eowyn hier. Das muss man auch irgendwie lassen. Aber der gegnerische Stürmer Simeon, der ist auch überlevelt gewesen. So. Ausgleich. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch übrig? Das wird mich jetzt interessieren. Und der Part ist schon 2 Stunden lang. Okay, okay. Auf geht's. Ausgleich. Ich bin schon so gespannt auf den Anime, das kann ich euch sagen. Da bin ich gespannt, wie das Finale aussehen wird. Wie nur Menschen wie ihr. Unmöglich. Nein, meine Kräfte sind erschöpft. Ich kann nicht mehr. Aber wenn ich keine Kraft mehr zum Spielen habe, ist das unser Ende. Ich bin es, der Engine zusammenhält. So darf es nicht enden. Nur über meine Leiche. Wir müssen gewinnen. Oh mein Gott. Er meint es jetzt ernst. Er meint es ernst. Bin mal gespannt, ob jetzt was passiert. Nee, okay. Okay, okay. Aber diese Verzweiflung... Ich bin nicht ein Mensch, der sich erfreut an der Verzweiflung anderer. Aber das... Ist geil, die Atmosphäre hier. Das muss man lassen. Ja, ja, ja. Also ich bin wirklich geflasht von dem Finale. Nein, Erwin, du nicht. Jetzt probier es mal. Unser Victor-Line. Unser Victor-Schätzchen. Solo-Doppelpass. Und du machst jetzt bitte das entscheidende Tor. Ja, ja. Weil dann fühle ich mich hundertprozentig wohl. Alter, alter Verwalter. Donner. Einfach das. Oder sollen wir mit dem... Aber du, Donner. Maradona. Ja, das wollte ich sehen mit Eowyn. Ja, da zahlt sich's aus, ne? 5 oder 7. Und Torhüter, was hast du jetzt noch drauf? Was? Oha. Niemals. Nur über meine Leiche! Ich kann nicht mal mehr stehen. Ich glaub's nicht. Wie kann das nur möglich sein? Es ist aus. Das ist das Ende von Engine und von uns. Nein, ist es nicht. Es ist noch lange nicht aus für uns. Ganz genau. Bleib stark, Simeon. Zusammen mit dir schaffen wir alles. Und wenn es nicht klappt, dann... Was dann, Leute? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Noch können wir gewinnen. Wenn du bei uns bist. Meint ihr... Wirklich? Sei nicht blöd. Ist doch klar. Sonst wäre der ganze Stress umsonst gewesen. Recht hat sie. Wir stehen zu dir. Egal, ob du willst. Also, befiehl schon, Kapitän. Wir warten schon alle. Ich glaube, das war deutlich. Was? Wir spüren alle, du willst weitermachen. Du hast noch nie so leicht aufgegeben. Ja, das stimmt. Wir werden weiterkämpfen. Immer weiter, bis zum Schluss. Alle zusammen.
Jetzt wird es mir endlich klar. Sie hatten recht. Ich und die anderen, wir teilten nicht bloß unsere Kräfte. Wir hofften. Wir kämpften. Wir hatten einen gemeinsamen Traum in unseren Herzen. Wir machen weiter. Als ein Team. Boah, ey, Leute. Das Spiel, du schaffst es wirklich, mich immer wieder zu überraschen. Es ist so genial. Auch hier jetzt im Spiel genial gestaltet. Das ist traumhaft gewesen. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass da jetzt beim letzten Schuss, beim 6 zu 5, ne, dass da noch irgendwas kommt. Oh. Ich muss das mal genießen, ne? Nur was kommt jetzt? Kommt jetzt so eine TP-Fusion? Obwohl, wir können eh nichts mehr einsetzen. Ah. Okay, okay. Jetzt heißt es wieder Real Talk, ne? Obwohl. Gut, 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 gut. Ne, sollen wir sie ein bisschen provozieren? Nee, das ist auch nicht irgendwie meine Art, weil ein Tor Vorsprung, das ist nix. Ich schieß lieber noch ein Tor und dann provoziere ich sie, indem ich hinten herumpasse. Komm schon! Obwohl, nee, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder, Aerion. Nein, nicht Kampfgeist. Ey, ich wollte... Obwohl, ich kann es ja eh nicht einsetzen. Ich wollte mit Fail noch Miximax. Habe ich das nicht schon eingesetzt? Kann sein. Aber Moon-Tandem. Mit Aerion vielleicht? Komm schon, Sir Robin! Mit Fail-Dings. Und? Nee. Aber ist auch schön, ne? Es gibt ja nicht nur das Paar in diesem Sinn. Und nein, jetzt nicht blöd denken. Erwin und Faye. Das soll jetzt kein Fanfiction-Ansprache sein. Yes! Gut, 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 gut. Jetzt ist es wieder der richtige Fight, ne? Ja, ja, ja. Geil. Es ist einfach nur geil. So. Ich bin sowas von froh, dass der Ball nicht zu Simeon gespielt wird die ganze Zeit. Nein! Jetzt passiert's vielleicht. Okay, gut. Nochmal eine Chance. Na, boah, ey, lass mich in Ruhe. Ich mag kein Tor kriegen. Bitte. So. Jetzt setze ich einfach auf diese Schiene hier. Ich würde aber auch sagen, ich mache gleich wieder einen Cut oder sowas. Irgendwann. Irgendwann jetzt mitten im Match drinnen. Hat mich irgendwie erschreckt, weil ich habe auf die Zeit gesehen. Und auf einmal steht wieder dieser Affe da vor mir. Nee. Lost to Fail. Dass es wenigstens irgendwie ist. Aber eigentlich im Prinzip ist es jetzt egal, ob es Fail oder ob es Aerion ist, der schießt. Weil der Torhüter, der kann eh nicht mehr. Der kann uns nichts mehr entgegensetzen. Aber nach diesem Schuss, nach diesem Tor, mache ich dann kurz einen Cut. Weil ich möchte nicht, dass hier irgendwie die Aufnahme verloren geht. Das eine vorher reicht mir schon. Die 10 bis 14 Minuten, die verloren gingen. Deswegen. 8 zu 5. Auch wenn es jetzt irgendwie antiklimatisch ist, dass wir irgendwie sie so beherrschen. Dann spiele ich einfach hinten, dass das Ergebnis so nicht so gravierend ist. Weil das ist, wie schon gesagt, ein bisschen komisch. Naja, ich wollte ja eigentlich jetzt einen Cut machen. Also, auf geht's, Sebi. Du musst diese Aufnahme beschützen. So, da bin ich wieder. Ich habe aber jetzt nicht nachgeguckt, ob Dingsbum funktioniert. Die Gameplay-Aufnahme, ob das funktioniert hat. Ich hoffe, bitte. Komm schon. Das möchte ich nicht. Bei so einem Finale möchte ich keine Fail-Aufnahme haben. Na gut, Leute. Kommt schon. Fightet, fightet immer nach vorne. Yes, komm schon. Soul, du kannst jetzt auch mal was ausrichten. Soul, habe ich gesagt. Ja, Erwin, ich hab dich lieb, aber Soul braucht auch mal Aufmerksamkeit. Hast du noch Kampfgeist übrig oder so? Ja, wir haben noch Kampfgeist übrig. So, dann setzen wir Kampfgeist ein und setzen... Eigentlich habe ich gesagt, das Ergebnis verwalten, aber... Leute, es ist nicht so einfach. Ich kann das nicht. Ich muss einfach immer Angriff, Angriff, Angriff gehen. Mikro irgendwas. Weißt du, was ich vom Mikro irgendwas halte? Eine Sonnenklot! Yes, auf geht's!
Obwohl 500 Punkte, das sind auch nicht so viel. Wie wird das berechnet? Naja, jetzt komme ich schon wieder da mit daher. Das wird nicht berechnet. Das ist random. Das kann ich mir sonst nicht anders erklären. Yes, 8:5. Jetzt wird es leider eindeutig. Naja, nein, 9:5. Noch eindeutiger. Na, Simeon. Ach ja. Es ist so ein schönes Finale. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist so herrlich. Top gemacht. Habe ich gar nicht damit gerechnet, dass das so episch wird. Bin immer noch ein bisschen geflasht. Moment mal. Also, ich hätte gedacht, das ist jetzt Gabi. Ich habe es geschafft, Gabi eine sie zu nennen. Unabsichtlich, ne? So, wir schießen jetzt die 10, oder? Komm schon. Na, schade, schade. Wenigstens die 10. Aber jetzt ist, glaube ich, eh vorbei. Wenn ich mich nicht irre. Aber mir kommt schon so vor, dass die Zeit hier viel langsamer vorbeigeht. Weil die ganzen Techniken, da geht die Zeit ja auch ein bisschen weiter. Naja, wir haben gewonnen. Jetzt am Ende wurde es ziemlich deutlich, aber naja. Ist mir egal. Söderle. Aber es war trotzdem genial. Genial, genial. Ich kann es nicht oft genug sagen. Geschafft. Nach all unseren Mühen. Unsere Spieler haben den Fußball und die ganze Menschheit gerettet. Oh ja, mehr noch, sie haben wortwörtlich Geschichte geschrieben. Wir haben verloren. Aber Spaß hat's doch gemacht. Schon, ja. Wir Evo 2 Kinder wollten immer anders sein. Aber so anders sind wir gar nicht. Arian und die anderen waren uns doch ebenbürtig. Und das ist nicht alles. Wir haben heute etwas wirklich Wichtiges gelernt. Es ist nicht Macht, die uns verbindet, sondern Freundschaft. Freundschaft? Wisst ihr, dieses Wort haben wir eigentlich noch nie benutzt. Oh. Mhm. Simeon! Arian. Danke, Arian. Sag, meinst du, du kannst mich auch als Freund ansehen? Aber hör mal, was redest du denn da? Drück ihn. Ich sag dir jetzt mal was. Freundschaften kündigt man doch nicht an. Man spürt sie einfach. Ganz tief drin. So wie jetzt. Und es ist wirklich so einfach, meinst du? Klar, genau so sieht wahre Freundschaft aus. Ist ja niedlich. Na, wie töricht von ihm, seinen Stolz derart zu vergessen. Tja, der geht an euch, Arian. Wir werden den Vorschlag von Eldorado annehmen und unsere Kräfte aufgeben. Nö. Einfach nö. Eldorado, die können mich mal. Wir geben hier jetzt den Ton an. Wir machen jetzt die Entscheidung. Also wir, die Raimon-Elf, wir, die Little Busters, mit euch. Eldorado, die können mal sich verkriechen. Ja, so ist es besser. Und der Fußball freut sich sicher auch. Wie jetzt? Na, so hat er euch noch viel länger. Jetzt könnt ihr so lange Fußball spielen, wie ihr wollt. Wenn du es so sagst. Weißt du, ich hoffe, der Fußball lebt weiter. Nicht nur in eurer Zukunft, sondern in alle Ewigkeit. Beim Fußball lernt man so viele Leute kennen. Man findet immer neue Freunde. Darum müsst ihr weiterspielen. Da ist was dran, Arian. Na gut, du hast mich überzeugt. Klasse! Hey, was ist mit deinen Freunden? Komm, lass sie nicht warten. Alles klar! Na gut, ich gebe mich ja schon zufrieden mit dem Gedanken, dass das keinen Nebeneffekt hat. Vielleicht passiert es ja doch noch, aber irgendwie
bin ich noch nicht so 100% zufrieden, dass wir wirklich an nach Eldorados Taten, Tanzen, Machenschaften, irgendwie so. Das gefällt mir gerade nicht. Kommt schon. Warum denn? Eldorado ist scheiße. Müssen wir tun, was die verlangen? Die sind doch kacke. Die haben doch überhaupt nichts gelernt, wie es aussieht. Wenn sie was gelernt haben, dann gehen sie hier und sagen, nein, das ist jetzt gar nicht mehr nötig, diese Substanz zu verwenden, dass ihr die Kräfte verliert. Obwohl, wenn das jetzt wirklich funktioniert und die Evo 2-Kinder dann wirklich keinen Nebeneffekt mehr haben, also mit sie sterben jung, dass das irgendwie neutralisiert wird, dann... Aber ich möchte dann irgendwie doch hören, dass Eldorado seinen Fehler eingesteht. Das möchte ich dann schon. Weil sie sind schuld an der ganzen Misere, würde ich sagen. Oder halt die ganze Gesellschaft. Da muss sich was verändern. Sonst bin ich nicht zufrieden. Ne? Wollte ich nur mal sagen. Trainer Evans, wir haben es geschafft. Wir haben den Fußball gerettet. Allerdings, das habt ihr gut gemacht. Na was denn, Erwin? Willst du nicht ein paar Worte sprechen? Schau mal, alle warten schon auf dich. Ach ja, wie in Go 1 ist es das schöne Besprechen mit dem Team nach Finale. Nee, an das darf ich jetzt nicht denken. Erst am Ende. Hey, was ist los, Victor? Erwin, endlich ist alles vorbei. Volotia und auch diesen Namen habe ich so lange nicht mehr gehört. Okuita Sochi, sie haben mir Kraft gegeben und an mich geglaubt. Ich bin froh, dass ich sie nicht enttäuscht habe. Ja. Ne, was ist mit euch beiden? Ja, ihr seid schon eine Wucht. So viel Spaß hatte ich noch nie zuvor im Leben und so. War mir klar, dass ihr mich nicht enttäuschen würdet. Wenn es um Fußball geht, liegt einer wie ich nie verkehrt. Liegt irgendwie so. Bam! Da hat Engine von der ultimativen 11 mal ultimativ Mars die 12 gekriegt. Ha, Isu. Da haben sich welche gefunden, ne? Was ist mit euch beiden? Inkroyable, ne? Nicht schon wieder erneut. Wir haben tatsächlich den Fußball gerettet und es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe und konnte. Wir haben es geschafft, Eoyan. Wir haben den Fußball gerettet. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Du bist ein wahrer Mannschaftskapitän. Ich danke dir. Ja. Vergessen zu sagen, wie hat Lucky dich genannt? Du Zottel. Du Zottel. Ich bin froh, dass Mr. Zottel jetzt bei uns ist. Obwohl Zottel war so die Bezeichnung. Egal. Habe ich voll vergessen. Warum bist du hier so einsam? So, Magenleerhöhle. Lautes Grummel, Grummel wie rollender Fels. Der denkt auch nur ans Essen. Ja, was ist mit euch zwei Draufgängern? Ches Magnifique, Erwin. Wir haben tatsächlich den Fußball gerettet. Wir alle zusammen. Gemeinsam können wir einfach alles schaffen. Findest du nicht auch? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese zwei Spastiaten da oben, ne? Oder auf den einen. Vielleicht ist ja dieses Finale, wenn man diese zwei Spiele dann verbindet, das richtige Finale, aber dann das Finale dann im Aftergame zu bekommen. Vielleicht ist das ja auch genial gestaltet, nicht so lame wie in Go 1. Da habe ich jetzt die Hoffnung, ne? Simeon die Augen zu öffnen oder ihm zu einem Freund zu machen. Erwin, du bist echt einzigartig. Ja, was sonst? Er war halt verbittert, wegen der Einsamkeit, beziehungsweise die Engine. Nur, wie gesagt, da ist jetzt eine Spinne. Ich drehe einmal meinen Kopf weg vom Bildschirm und dann sehe ich eine Spinne. Ja, wie gesagt, ich gebe mich eigentlich nur zufrieden, wenn die Gesellschaft, wenn Eldorado was draus gelernt hat. Wenn nicht, wenn wir überhaupt nichts mehr von denen hören, dann denke ich mir einfach den Senf dazu, dass die draus gelernt haben. Wenn sie aber daherkommen und meinen, ha, wir haben gewonnen und so blabliblub und nichts ändern, dann finde ich das Ende doch lame. Muss ich dann schon lassen. Es war alles so fantastisch, aber damit können sie das schon irgendwie reunieren, genau.
ja, irgendwie so. Jetzt zu euch beiden. Mama und Sohn. Nur wenn ich die Vorstellung habe hier, das ist so merkwürdig. So. Dank euch war ich in der Lage, den zu beschützen, der mir am wichtigsten ist. Danke. Na, Faye. Ja, deine Liebe für den Fußball ist am Schluss sogar bis zu Simeon durchgedrungen. Ich mag Fußball jetzt noch viel, 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 viel mehr als zuvor. Danke für alles, Erwin. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich wieder mit dir reden? Gut gemacht. Deutlich zu spüren. Achso. Gut. Ich bin aber auch gespannt, muss ich sagen. Hey, der Stein. Der muss ja auch irgendwie zurückverwandelt werden. Aber vielleicht gefällt es ihnen als Stein. Man weiß ja nie. Was ich sagen wollte ist, ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, welche Musik dann in den Credits gespielt wird. Weil ich glaube, ich weiß die zwei Songs für diese Spiele. Das ist meistens halt in Go 1 war es so, dass die letzten zwei Endings waren vom Anime. Und ich hoffe halt auf das Schöne. Ich mache jetzt mal die Tür zu. Ich möchte hier jetzt nicht, dass mir da einer die Sache vermasselt. So. Herr Evans. Schaut nur, da ist er, wie er lebt und lebt. Und dabei war es in dem Kristall gerade so schön bequem. Und wieder hast du uns alle aus der Misere gerettet, Großvater. Seit wann ist das denn der Rede wert? Für den Fußball tue ich doch alles. Ja, das weiß ich. Du bist das Beste, was dem Fußball je passieren konnte. Nicht unbedingt, Enkelchen. So fußballverrückt wie du bin ich nie geworden. Ha, wenn du das sagst, das nehme ich als Kompliment. Hör zu, Mark. Ich muss jetzt in meine eigene Zeit zurückkehren. Der Fußball ist in deinen Händen gut aufgehoben. Führe unsere Arbeit weiter. Zeig der Welt, was Fußball wirklich bedeutet. Das werde ich, Großvater. Versprochen. Tja, Mark. Schön war's. Ich muss dann mal wieder. Opa. Und das war sie. Die Geschichte von unserem großen Abenteuer durch die Zeit. Ich weiß nicht, ob ich und meine Freunde wirklich der Elf der Äonen würdig waren. Nur eins war mir klar. Die Freundschaften, die wir auf unserem Abenteuer geschlossen hatten, werden alle Zeiten überdauern. Die Evo-2-Generation. Ob sie tatsächlich die nächste Stufe ist? Wird die Menschheit einmal so werden? Wir hatten kein Recht, ihnen ihre Existenz zu verwehren. Eines steht fest. Noch sind sie der schweren Bürde nicht gewachsen, die auf ihren Schultern lastet. Doch in Zukunft, irgendwann, wird die Menschheit gemeinsam mit ihnen in ein neues Zeitalter schreiten. Es ist unvermeidlich. Ich bin gespannt. Das dürfen Sie auch sein, mein Bester.
Tja, dann wollen wir mal. Wir müssen jetzt zurück in unsere Zeiten. Dann heißt es jetzt Abschied nehmen. Arian. Es war echt schön, euch kennenzulernen und zusammen mit euch Fußball zu spielen. War mir klar, dass du das sagst. Das fand ich auch. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen traurig. Nase von Sommerwasserfall. Victor! Quelle Tristesse! Alles Gute. Wir werden euch nie vergessen. Keinen von euch. Danke euch allen. Wir euch auch nicht. Nein. Ich werde euch nie vergessen. All die schönen Erinnerungen an meine Zeit mit euch. Komm gut nach Hause, Faye. Na dann, auf geht's in eine neue, hellstrahlende Zukunft. Fertig und Zeitsprung! Ich weiß nicht. Vielleicht war alles bloß ein Traum. Unser Abenteuer quer durch die Zeit. Doch eines ist sicher. Ich werde euch nie vergessen, Freunde. Die Augen wurden schon feucht, muss ich sagen. Mann, ey. Und wieder die Throwbacks, ne? Und by the way, das ist eher das schlechtere Ending für meinen Geschmack. Ist zwar jetzt nicht schlecht, aber das andere finde ich viel besser. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie fühlt es sich jetzt nicht so an, dass es jetzt schon zu Ende ist, die Story. Hat uns jetzt so begleitet. Ach. Und die Bilder jetzt, ne? Das ist schön. Ach. Naja. Aber in den Credits passt es ja eigentlich perfekt, um sein Resümee zu ziehen. Auch wenn ich gerne mal die Credits ansehe. Naja, aber das darf ich nicht vergessen. Ich bin ein Let's Player. Ich muss meinen Senf dazugeben. Naja, also, womit fange ich denn an? Ich kann mich auch erinnern, ich habe extra auf dem Zettel angefangen zu schreiben, was ich in den Credits erzählen soll. Das ging jetzt so schnell irgendwie. Beziehungsweise ich hatte nie so Lust, was auf dem Zettel zu schreiben, dass ich jetzt dastehe. Und ich glaube, das Einzige, was ich mir notiert habe, war Detailarbeit. Ach ja, Big. Ja, die Detailarbeit, das war einfach fantastisch. Das ist geil. Es steckt so viel Detail, so viel Liebe im Detail. Da kann man eigentlich nichts Negatives sagen. Die Welten sind alle so genial gestaltet. Das ist einfach nur so herrlich gewesen. Dann die Charaktere, die neuen. Boah, da kann ich auch nichts dagegen sagen. Die waren absolut klasse. Auch Eldorado. Ich habe mich so aufgeregt über die. Muss ich aber auch lassen. Bin froh, dass die dabei waren. Auch wenn... Naja, ist auch egal. Nein, oder? Dieses Bild gerade. Sag mir nicht, das war... Raimond Romeo! Das gehört auch zum Detail, ne? Dass man solche Geschichten eingebaut hat. So optionales. Das war so herrlich. Der Humor, die Charaktere, einfach nur fantastisch. Die Story, die hat mich am Ende jetzt auch umgehauen. Das war einfach nur... Respekt. Auch genial gestaltet. Muss ich lassen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die negativ sind. Kampfsystem. Aber das habe ich schon oft genug angesprochen. Deswegen werde ich das jetzt außen vor lassen, das Kampfsystem. Aber das Ende wurde auf jeden Fall genial gestaltet. Auch wenn das zweite Turnierspiel doch eine Enttäuschung war. Aber der Rest war doch akzeptabel, hervorragend. Wenn ich mal denke, der Anfang war auch ein bisschen komisch. Das ist das Training, ne?
auf dieses Turnier. Das war auch irgendwie merkwürdig. Warum wurde das nicht gezeigt? Oder da kann ich mir halt vorstellen, dass die dann einen gewissen Zeitdruck hatten und deswegen einiges kürzen mussten. Ach ja, schön zu sehen, wie sie jetzt Freude haben, ne? Mit Eldorados Spieler. Ach ja. Und die Thematik am Ende auch so ganz, so geil. Ah, die Bilder sind so hübsch und so geil. Ach ja. Was wollte ich denn noch sagen? Die ganzen Epochen, diese Idee mit den Epochen, das war genial. Auch wenn, ich weiß nicht so recht, was ich zum Anfang sagen soll, weil die ersten drei Kapitel mit dieser Protokoll-Omega-Phase, das war doch ziemlich langatmig. Aber so im Nachhinein betrachtet, vielleicht ein bisschen hätte man das kürzen können und dafür ein bisschen mehr Arbeit und Zeit in die Epochen stecken können. Das kann man auch sagen. Man hätte natürlich auch eine andere Epoche einbauen können oder sowas, weil gegen Ende waren es ja immer so zwei in einer Epoche oder drei oder so, ne? So, kommt jetzt noch was? Okay. Ach nee. Erkennst du mich? Es ist schön, dich zu sehen. Nicht mehr lange, dann kommt der kleine Fae zur Welt. Ja, das stimmt. Aber danach... bin ich nicht mehr da, ich weiß. Wenn ich geboren werde, geht es dir auf einmal sehr schlecht und... ja, aber das macht nichts. Denn ich durfte dich ja jetzt noch einmal sehen. Aber ich... weißt du, zusammen haben wir schon einmal die Zeit verändert. Wenn ich mich anstrenge, dann klappt es vielleicht nochmal. Goldie. Und ich schaffe eine neue Zeitlinie. Goldilein schafft das. Das wünsche ich mir. Fae. Mein kleiner Sonnenschein, denk an mich. Mach ich. Das war großartig. Euch, Leute. Ich mag. Gratuliere zum Turniersieg, Kumpel. Dich kenne ich doch. Arion, du hier? Klar. Schön, dass du dich noch an mich erinnerst. Stark. Du bist den ganzen Weg gekommen, um uns zu gratulieren. Nee, wir sind hier zum Fußballspielen, so wie wir es abgemacht hatten. Weißt du noch? Hä? Raimon gegen Raimon. Seid ihr dabei? Na klar sind wir das. Los, spielen wir Fußball! Was machst du mit mir? Dass ich jemals heule. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich war ja noch nicht fertig gespielt. Warum musst du mir dann sowas antun? Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt, aber nach der Abschluss der Story geht es noch weiter. Überschreiben, okay. Trainerwechsel. Geistermeister ist auch wieder da oben. Kapselautomat. Werden wir natürlich auch schauen, was da ist. Neue Fußballtouren. Neue Gruppierungen. Und vieles mehr. Dein Kader hat nur mehr Platz. Alter, meine Nase rinnt. Ach. Hätte ich mir auch nicht gedacht.
SD-Link, okay. Und jetzt möchtest du speichern, natürlich. Also Leute, ich weiß jetzt nicht. Sorry, dass ich es nicht ansprechen konnte, aber ich kann jetzt einfach nicht mehr. Deswegen mache ich jetzt Schluss und ich werde sagen, ja, hat ein bisschen Überlänge, ne, der Part. Und ja, ich kann jetzt nicht mal mein iPod ausdrehen. Ich würde sagen, eine Woche oder so, keine Ahnung, wie viel Zeit ich mir jetzt für den nächsten Part lasse oder so. Ich muss sowieso Donnerknall nachholen zum Durchspielen, dass ich verlinken kann und das Finale da im Aftergame zeigen kann. Naja, ich schließe jetzt einfach mal diesen Part ab, nicht das Projekt, da geht natürlich noch ein bisschen weiter. Mal schauen, ich weiß nicht, was da auf mich noch zukommt, aber erkunden werde ich noch auf jeden Fall. Und mal schauen, was da noch für Überraschungen auf uns wartet. Ich kann nicht aufhören einzuatmen, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.